Und wenn jetzt der ESM, wenn der ESM jetzt käme und er macht Auflagen und sagt, ach, wir müssen die Banken noch mehr absichern, wir nehmen euch jetzt eure letzten Ersparnisse, ist uns doch egal, ob ihr noch was zu beißen habt, und dann verhungern ganz viele Menschen. Ja, das wäre sowas. Also das Recht auf Leben unter dem Vorbehalt stellen von dem, was ESM und Wirtschaftsregierung sagen, wo man alles sparen soll. Zum Beispiel Hartz IV auf Null kürzen, hat man ja in Spanien schon im Defizitverfahren gemacht. Defizitverfahren ist halt was man mit einbauen will für die Wirtschaftsregierung. Auch beim ESM sollen ja sogar die privaten Gläubiger jetzt auch noch den Staaten Auflagen machen können, was bei den Vorgängern wie Griechenlandhilfe nicht der Fall gewesen ist. Ich konnte es in dem Raum, wo die Richter waren, nach so und so vielen Minuten einfach nicht mehr aushalten. Ich konnte es nicht mehr aushalten, mit denen in einem Raum zu sein. Weiter geht's jetzt mit Jungle Drum Radio. Willkommen zu unserer heutigen Sendung. Heute haben wir leider keine so gute Leitung wie vorgestern. Ja, falls alles hier mal kurz aus sein sollte, bitte sitzen bleiben. Wir fahren natürlich alles sofort hoch und starten die Sendung erneut. Wir kriegen leider keine GEZ-Millionen in den Hintern geschoben. Da müssen wir leider ein bisschen improvisieren und kleine Brötchen backen. Nun zu mir. Ich bin der Josch und ich habe für heute interessante Gäste eingeladen, nämlich den Klaus Lofing-Planke vom Gulli-Parlament und Abgeordnetenwatch, sowie den Volker Reusing, der gerade erst aus Karlsruhe zurück ist und dort die Urteilsverkündung zum ESM live verfolgt hat. Mit dem werden wir uns auch gleich unterhalten, die Sendung beginnen. Er betreibt zusammen mit seiner Frau Sarah das Blog unser-politikblog.blogspot.com und er hat eine Klage gegen den ESM angestrengt, hat sich also sehr, sehr tief in die rechtliche Materie zum ESM hineingearbeitet. Hallo Volker. Ja, hallo. Kommen wir gleich zur Urteilsanalyse. Was ist dein Eindruck? Das ist der größte Justizskandal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ich glaube, ich frage mich, ob überhaupt auch jemals die DDR solch einen Justizskandal gehabt hat wie gestern. Dann heißt das also, dass der ESM nun komplett in der Hauptsache durchgewunken ist, oder? Ja, also es ist so, das Urteil in der Hauptsache ist ja noch nicht gesprochen. Aber sie haben bezüglich Anträgen auf einstweilige Anordnung haben sie nur ein paar Auflagen gemacht, um das betragsmäßig einzugrenzen. Diese Auflagen sollen nach Auffassung des Gerichts reichen, dass der deutsche Anteil im Kapital des ESM nicht immer weiter erhöht werden kann. Das haben sie gemacht. Und ist aber nichts, was das Inkrafttreten hindert. Das Einzige, was die Bundesregierung machen muss, ist einen entsprechenden völkerrechtlichen Vorbehalt. Das heißt, dass der ESM uns allein durch das Betragsmäßige nicht pleite machen soll. Daran haben sie gedacht. Aber es sind ganz, ganz viele andere, sehr heftige Sachen im Urteil enthalten. Und sie haben vor allem jede Menge Anträge auf einstweilige Anordnung, zum Beispiel von unseren Klagen, haben sie einfach übergangen, indem sie einfach ohne entsprechende Maßstäbe erkennbar wären, haben sie erstmal über die Anträge einstweiliger Anordnung von denen entschieden. Sie hätten es ja so machen können, über deren Anträge auf einstweilige Anordnung zu entscheiden. Die sind nicht genug begründet. Und jetzt nehmen wir nochmal von der Sarah, von deren Klagen 2 BFR 710 aus 12, 2 BFR 1445 aus 12, die Anträge auf einstweilige Anordnung, nehmen die noch mit dazu. Sind die denn vernünftig begründet? Stattdessen haben sie es direkt entschieden, damit der ESM in Kraft treten kann. Und der schwere objektive Schaden an der Rechtsordnung ist da, wenn Gauck ratifiziert. Aber die Richter haben es aus der Hand gegeben. Sie können es selber nicht mehr stoppen, dass der Schaden entsteht. Welche Klägergruppen wurden denn nun überhaupt berücksichtigt? Ja, es wurde berücksichtigt. Am 2.7. haben sie unsere Klagen aussortiert. Es gab 6 Klägergruppen. Später kamen noch die Freien Wähler mit einer eigenen Klage dazu. Die wollten sich wohl nicht ganz auf diesen Täuschung von mehr Demokratie, wofür man den Verein mehr Demokratie benutzt, einlassen. Es waren folgende. Also einmal mehr Demokratie mit diesen 37.500 Klagebeitritten und dann die
Linkspartei bzw. Linksfraktion des Bundestags, einmal Verfassungsbeschwerde von einzelnen Abgeordneten, einmal Organklage, aber ist als eine praktisch Gruppe von Klägern zu zählen. Dann war dort der Dr. Gauweiler mit seinem Anwalt Professor Murswig, dann Professor Schachtschneider mit Wirtschaftsprofessoren Hankel, Nölling, Stabatti. Das waren jetzt insgesamt. Und dann war da Herr Shaw, ein Kaufmann aus Berlin. Wenn ich mich nicht verzählt habe, müssten das jetzt 5 sein. In der Berichterstattung 30.06. mehrere Zeitungsartikel, mehrere Radios, wofür wir Zeugen haben, dass es auch im Radio war, war von 6 Klagen die Rede. Etwas vereinfacht gesagt für 6 verschiedene Kläger oder Gruppen von Klägern. Und dann am 2.07. nur noch 5, weil nur 5 eingeladen wurden zu mündlichen Verhandlungen zum Thema einstweilige Anordnung. Und jetzt machten sie ein Urteil zur einstweiligen Anordnung und wollen da schon vollendete Tatsachen schaffen, um dann die restlichen Häppchen, die kommen dann im Urteil in der Hauptsache. Könnte man dieses Urteil als einen versteckten Staatsstreich bezeichnen? Ich habe mir noch nicht ganz genau die rechtliche Definition des Staatsstreichs angeschaut. Staatsstreich ist auf jeden Fall im Vergleich zu einem Putsch etwas, was von oben kommt, nicht von unten. Und es ist etwas, wo sich jemand Macht aneignet auf eine Art und Weise, die im Gesetz oder in der Verfassung so nicht erlaubt ist. Die Frage ist allerdings, hier geben sich ja nicht die Richter Macht, nicht sich, sondern die Macht wird ja an andere gegeben. Ich weiß nicht, ob es diese Definition erfüllt. Viel interessanter wäre es, ob die Definition einer Rechtsbeugung erfüllt ist. Und da muss man genau hinschauen, ist das schon vollständig, der Schaden schon da? Und ist es mindestens Eventualvorsatz? So nach dem Motto, wird wahrscheinlich schief gehen, aber wir machen es trotzdem. Das wäre Eventualvorsatz. Anders als bewusste Fahrlässigkeit, wo man sagt, ach, wird schon gut gehen. Und dann die Frage ist, wo ist der, also praktisch sozusagen im Sinne vollendeter Tatsachen, vollendete Tatsachen schaffen auf eine Weise, wie man es nicht hätte dürfen. Das ist die Frage, die ich mir stelle und die ich mir gründlich anschaue, ist da eine Rechtsbeugung passiert? Also im Grunde wird die normative Kraft des Faktischen als Hebel benutzt, um unsere Demokratie im Grunde ad absurdum zu führen. Da gab es diesen Fall mit dem Verfassungsrichter Professor Dr. Peter Huber, der ebenfalls an der Urteilsfindung mitbeteiligt war. Der war vorher bei dem Verein Mehr Demokratie e.V. ebenfalls Mitglied. Und du hast da irgendwo Probleme gesehen. Könntest du darauf nochmal näher eingehen? Ja. 19.09.2011 gab es ein Interview von der Süddeutschen Zeitung mit dem Professor Dr. Huber. Und er hat es nicht explizit als Privatperson gesagt. Und so hat es natürlich dann eine immense Wirkung in der Öffentlichkeit gehabt. Er hat gesagt, also bei der Wirtschaftsregierung ist gemeint, das, wo der Fiskalpakt die Grundlage für sein soll und diese Verordnung zur Verschärfung Stabilitäts- und Wachstumspakt, zur Einführung haushaltsmäßiger Überwachung und zur Einführung Ungleichgewichtsverfahren, das ist das, was so die Wirtschaftsregierung ausmacht, dass da so viel Macht übertragen wird bezüglich der Wirtschaft, dass er sich fragt, ob das mit der Ewigkeitsgarantie des Grundgesetzes geht. Vor allem, ob das mit der Demokratie geht und mit dem grundrechtsgleichen Wahlrecht, haben unsere armen, heiligen Abgeordneten denn dann noch genug zu sagen, die also demokratisch legitimiert sind. Und dann hat er sich gesagt, da hat er Bedenken. Und wenn man das machen wollte, sowas, dann müsste man seines Erachtens den Europa-Artikel 23 Grundgesetz ein wenig ändern und vor allem in die Ewigkeitsgarantie reinschreiben, einen Vorbehalt für die Wirtschaftsregierung. Und das ginge dann natürlich nur, wenn man was an der Ewigkeitsgarantie schraubt, wenn man das dem Volk dann auch zur Abstimmung vorlegt. Das war, soweit wir das beurteilen können, war das Startsignal, denn darauf haben die Menschen reagiert. Er war auch im Kuratorium, im wissenschaftlichen Beirat von Mehr Demokratie auch. Und dann hatten wir damals aber auch reagiert. Wir haben einen direkten Leserbrief an die Süddeutsche Zeitung geschrieben, weil wir gedacht haben, vielleicht haben eben die anderen Richter noch nicht das Lissabon-Urteil erklärt und welche Errungenschaften das hatte. Dann kam Mehr Demokratie im März ungefähr oder April diesen Jahres
mit seiner Kampagne Volksentscheid, sonst klagen wir. Die haben behauptet, sie wollen durchsetzen, dass es einen Volksentscheid gibt bezüglich Fiskalpakt, also für die Wirtschaftsregierung, und bezüglich ESM. Und dann haben sie aber irgendwann auch mal ihre Klagen veröffentlicht. Da steht dann drin auf Seite 102, sie wollen ein neues Grundgesetz, was das legitimiert. Ja, wie denn? So wie Professor Huber das vorgedacht hat, wo die Ewigkeitsgarantie unterm Vorbehalt steht. Das heißt jetzt, dieser Vorbehalt, das würde ja bedeuten dann, wenn jetzt irgendjemand anders käme als ESM und als Wirtschaftsregierung, dann sind wir immer noch geschützt durch unsere, durch die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Grundrechte, auf zum Beispiel auf Meinungsfreiheit, auf Leben, auf Menschenwürde. Aber wenn jetzt zum Beispiel, ja, das alles. Und wenn jetzt der ESM jetzt käme und er macht Auflagen und sagt, ach, wir müssen die Banken noch mehr absichern, wir nehmen euch jetzt eure letzten Ersparnisse, ist uns doch egal, ob ihr noch was zu beißen habt, und dann verhungern ganz viele Menschen. Ja, das wäre sowas. Also das Recht auf Leben unter Vorbehalt stellen von dem, was ESM und Wirtschaftsregierung sagen, wo man alles sparen soll. Zum Beispiel Hartz IV auf Null kürzen, hat man ja in Spanien schon im Defizitverfahren gemacht. Defizitverfahren ist halt was man mit einbauen will für die Wirtschaftsregierung. Und beim ESM, wo es ja alles noch rigoroser sein soll, da würde umso mehr solche Auflagen, wenn mit solchen Auflagen noch schneller zu rechnen, wenn Staaten diese Notfallkredite in Anspruch nehmen, auch schneller als bei der Wirtschaftsregierung, einfach von der Geschwindigkeit der Verarmung her. Und wenn jetzt aber irgendwie mit irgendwelchen anderen Sachen käme, was nicht ESM oder Wirtschaftsregierung wäre oder nicht an diese kleine Vertragsänderung anknüpfen würde, dann hätten wir unser Recht auf Leben und Menschenwürde weiter wie bisher. Nur dafür sollen wir vollkommen schutzlos gemacht werden. Und das Urteil hat dazu jetzt was gemacht. Das Urteil hat jetzt, das war jetzt erstmal nur zur einstweiligen Anordnung und hat gesagt, etwas zur Ewigkeitsgarantie, was unhaltbar ist. Randnummer 216 und 217, Lissabon-Urteil, haben das noch gesagt gehabt, was in dem Grundgesetz selber drin steht, nämlich, dass die Menschenwürde, dass die vier Strukturprinzipien, Demokratie, Rechtsstaat, Sozialstaat, Föderalismus und der Wesensgehalt, also der Kern aller übrigen Grundrechte und grundrechtsgleichen Rechte, unantastbar ist. Da darf man gar nicht eingreifen und ansonsten den Grundrechte nur verhältnismäßig. Kleinen Moment mal bitte. Muss ich mal kurz raussuchen. Kleinen Moment, auf Seite 49. Oder Randnummer, ich glaube, 221 oder 222. Die Nummern interessieren gar nicht so. Erzähl einfach, worum es geht. Kleinen Moment. Da sagen Sie etwas zur Ewigkeitsgarantie, was offensichtlich unmöglich ist, wenn man das Grundgesetz gelesen hat, zu so einem Ergebnis zu kommen. Sie sagen, Zitat, Moment, die vertragliche Ausgestaltung der Währungsunion als Stabilitätsgemeinschaft bedeutet indes nicht, dass eine demokratisch legitimierte Änderung in der konkreten Ausgestaltung der unionsrechtlichen Stabilitätsvorgaben von vornherein mit Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz unvereinbar wäre. Gut, das klingt noch, ist noch in Ordnung, aber jetzt der nächste Satz hat es in sich. Nicht jede einzelne Ausprägung dieser Stabilitätsgemeinschaft ist durch die hier allein maßgeblichen Artikel 20 Absatz 1 und Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz garantiert. Das heißt, Sie wollen hier nur noch 20 Absatz 1 und Absatz 2, Sie meinen damit die Demokratie, nur das wollen Sie noch als Grenze überhaupt fürs EU-Recht anwenden, wenn es nicht sogar heißt, Sie wollen die Ewigkeitsgarantie an sich nur noch auf die Demokratie bezogen ansehen. Das ist schon ziemlich heftig. Da steht kein Wort von Leben, kein Wort von Menschenwürde, kein Wort von Gleichheitsgrundsatz, kein Wort von Rechtsstaatlichkeit, was Sie noch als Grenze für die Macht hier bezüglich der Dinge, die man mit dem Euro so begründet, noch anerkennen wollen. Ja, ja, ja. Aber im Grunde genommen nehmen die Eurokraten nur den direkten Weg. Vorher haben sie ihre Agenda an unsere Parlamentarier weitergegeben und diese haben das dann wie gute Schauspieler an uns, die Bürger, weitergereicht. Jetzt machen sie halt direkt aus Brüssel unsere Politik, oder? Ist das richtig? Ich stelle mir jetzt die Frage, klar, man übergibt jetzt direkt Macht über diese Strukturen und vorher musste,
Stimmt, man übergibt jetzt direkt mehr Macht und es sind ja auch Blankettermächtigungen dabei, dass sie sich auch selber die Macht dann nehmen können. Kleine Vertragsänderung ermächtigt immer neue Mechanismen für die Finanzstabilität, also Stabilität des Finanzsektors. Und das mit der Stabilität des Euro-Währungsgebiets ist nur eine Metapher, um die Leute reinzulegen, ist nur wie ein Codewort dafür, aber es meint nicht das, was es wörtlich aussagt. Es ging von Anfang an nie um die Stabilität des Euros. In unseren Klagen haben wir das bewiesen, anhand von mehreren Gipfelerklärungen von den Regierungschefs, auch mit der Definition des Wortes Finanzstabilität und dass die kleine Vertragsänderung für die Finanzstabilität gemacht worden steht, in deren Erwägungsgründen, als das initiiert wurde. Und man kann immer neue Mechanismen machen. Und das mit der Wirtschaftsregierung, mit diesen Verordnungen dafür und das mit dem europäischen Finanzierungsmechanismus von Griechenlandhilfe bis zur ESM, was immer krasser wird, immer undemokratischer, immer teurer und ja immer mehr auch beim ESM sollen ja sogar die privaten Gläubiger jetzt auch noch den Staaten Auflagen machen können, was bei den Vorgängern wie Griechenlandhilfe nicht der Fall gewesen ist. Also ich höre an deiner Stimme, dass du ziemlich außer dir bist. Wie war denn die Stimmung im Zuschauerraum nach der Urteilsverkündung? Die Stimmung im Zuschauerraum. Ja, es war interessant. Der Klaus Lüffing-Blanke war da und die Sarah war da, die waren gefasst. Ich konnte es in dem Raum, wo die Richter waren, nach so und so vielen Minuten einfach nicht mehr aushalten. Ich konnte es nicht mehr aushalten, mit denen in einem Raum zu sein. Bevor das Urteil verkündet wurde, hat man gesehen, Richter Voskuhle war unzufrieden. Richter Huber konnte uns gar nicht anschauen. Richter Müller war, hatte gerade einen Scherz gedacht. Er war heiter irgendwie oder auf jeden Fall irgendwie hat er an was Lustiges gedacht. Die versammelten Journalisten, die dort waren, die meisten oberflächlich wie immer. Keiner hat gefragt, wer die Märkte sind, um die es geht, ob das vielleicht der neue Spitzname von Goldman Sachs ist. Wir melden sich am häufigsten zu Wort damit oder Moody's oder Standard & Poor's. Und kein bisschen in der Richtung. Die übrigen Kläger, die waren eher unzufrieden. Die waren ja alle, bis auf Herrn Schorf vielleicht, da wissen wir nicht genau, worauf er geklagt hat, auf den Zug von mehr Demokratie aufgesprungen, als ob eine Volksabstimmung über neues Grundgesetz diese Mechanismen aufhalten würde. Da sollte ja nur darüber abgestimmt werden, ob wir unsere Rechte alle vollständig aufgeben. Und in die Richtung scheint das Verfassungsgericht dazu gehen zu wollen, bei dieser einstweiligen Anordnung, nur die Demokratie sei hier noch maßgeblich. Ansonsten will es da gar nichts mehr anwenden, um uns hier zusammen mit dem Euro zu schützen. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie in der Hauptsache dann doch noch diese Volksabstimmung anordnen und neues Grundgesetz anordnen, was mehr Demokratie will. Obwohl es im Moment nicht so aussieht, denn sie sagen, denn mehr Demokratie hat ja gesagt, um Fiskalpakt zu legitimieren, also mit der Wirtschaftsregierung und um ESM zu legitimieren, bräuchte man diese Volksabstimmung. Und diese Begründung haben sie mehr Demokratie weggenommen. Deswegen waren die auch ziemlich unzufrieden. Aber die anderen Kläger, die da auf diesen Wahnsinn aufgesprungen sind, waren auch unzufrieden, weil dieses neue Grundgesetz und was es da ginge, was dann zu erwarten wäre nach der Klage von mehr Demokratie, das wäre ja dann ein Auftrag gewesen, ein neues Grundgesetz zu entwerfen, was da an entscheidender Stelle aufgebrochen ist. Und nicht, wie die Linkspartei es sich mit einem gewissen auch von Naivität erhofft hat, dass ein neues Grundgesetz gemacht wird mit ganz vielen sozialen dann Grundrechten, was ja damals leider ins Grundgesetz nicht eingebaut wurde, stattdessen nur die Verbindung zu den universellen Menschenrechten, wo es mehr Soziale gibt, als Absatz 2, und ansonsten nur die Familie noch vernünftig sozial geschützt. Also ich frage mich ja ein bisschen, wie unabhängig die Verfassungsrichter wirklich waren. Während der Urteilsverkündung habe ich nämlich nicht auf den Professor Voskuhle geschaut, sondern rechts neben ihm stand Frau Professor Gertrude Lübbe-Wolf. Und die hat betreten weggeschaut, die konnte den Vorsitzenden nicht anschauen. Sie hat zur Seite geschaut, nach links, zu Boden und hat alle paar Sätze deutlich wahrnehmbar schmerzhaft das Gesicht verzogen. Der hat das richtig wehgetan, hat man gemerkt. Ich hatte nicht den Eindruck, dass... Ich weiß auch, warum. Bitte? Ich weiß auch, warum. Wir haben einen Schriftsatz vom 16.07. haben wir geschrieben, den Richtern. Und wir haben geschrieben, Gertrude Lübbe-Wolf, Professor Doktor, sie hat eine ganze Menge geschrieben zu sozialen Grund- und Menschenrechten. Und das ist in unseren Klagen drin.
und ob es nicht eine würdige Herausforderung wäre. Sie hatte in einem Werk, was wir dort zitiert haben, hatte sie gesagt, dass man natürlich den sozialen Grundrechten und Menschenrechten nicht zu viel Raum geben dürfte, weil das gewisse Risiken so für den Haushalt bergen kann und so weiter. Die Politiker müssen auch noch genug Spielraum haben, praktisch, worüber sie entscheiden können. Das darf nicht zu sehr vorformen, müssen genug Spielraum haben. Und jetzt winken sie Sachen durch, wo immer mehr Geld an die Banken gegeben wird, sagt Dinge, wovon der Sozialstaat bei Erhöhungen nur träumen kann. Und wir haben nur mal freundlich angemerkt, damit macht sie doch ihre eigenen Buchveröffentlichungen, nimmt sie doch eine ganze Menge von Glaubhaftigkeit, denn sie urteilt ganz anders. Und in diesem Buch, was sie damals gesagt hatte, meinte sie, die universellen Menschenrechte hätten nur einen einfach gesetzlichen Rang. Passt schon mit der Wiener Vertragsrechtskonvention nicht zusammen, wo steht, dass die einfachen Gesetze keine Entschuldigung dafür sind, völkerrechtliche Verträge umzusetzen. Alle völkerrechtlichen Verträge stehen mindestens eine Stufe über den einfachen Gesetzen. Und im anderen völkerrechtliche Notstandseinrede, wo es darum ging, ob man anderen Staaten Eigentum wegpfänden darf, da hat sie eine Minderheitsvotum gemacht und hat gesagt, Moment mal, da muss man doch auch die universellen Menschenrechte, die haben Jus Cogens-Rang, also mit den höchsten völkerrechtlichen Rang, hat sie gesagt, mit einbeziehen. Und allein, was sie in diesem Buch schrieb und was sie in dem Urteil sagte, dieser Widerspruch, den mal aufzulösen, indem sie bei unseren Klagen ordentlich urteilen, das wäre doch eine würdige Herausforderung. Und wir haben eine Richterin, Dr. Kessel-Wulff, die hat auch bei der mündlichen Verhandlung keinen Ton gesagt. Haben wir appelliert am 16.07. Die war vorher Chefin vom BGH, kommt zwar von Hause aus von Zivilrecht, aber sie ist die Chefin der höchsten Strafrichter in Deutschland gewesen. Und jetzt werden hier Klagen aussortiert anhand, wenn es irgendwie um Gleichheit geht, nicht mehr nachvollziehbarer Kriterien. Und wir haben versucht, das Gewissen zu erreichen von den Richterinnen. Also offenbar habt ihr es getan, aber sie konnte nichts daran ändern. Was ist denn jetzt mit eurer Klage eigentlich geschehen? Sie wurde ja bestätigt, angenommen und seitdem dümpelt sie im Keller vom Bundesverfassungsgericht vor sich hin. Wurde sie jetzt abgelehnt oder wie steht es jetzt darum überhaupt? Wurde sie einfach ignoriert und totgeschwiegen? Das Verfassungsgericht hat der Öffentlichkeit gegenüber gesagt, nachdem am, ich glaube, 6.9. war es, ein Artikel kam zum Befangenheitsantrag gegenüber Professor Huber. Vorher hatte die Welt ja am 5.7. schon gesagt, ist ja nicht befangen, ist ja vor allem Korrektur von mehr Demokratie, aber dass es den Befangenheitsantrag gibt, darüber hatte die Welt berichten. Das ging dann über viele Presseagenturen, es war in vielen Zeitungen drin, in einigen großen Zeitungen mit Namen von Sarah, in einigen ohne Name, wer den Befangenheitsantrag genau gestellt hat. Und da hat das Gericht auch öffentlich auch gesagt, dass ihre Klage dann danach behandelt werden soll. Nur jetzt haben sie schon so gut wie vollendete Tatsachen geschaffen. Und da kann man mal sehr gespannt sein, wie das noch gehen soll. Vielleicht wollen sie anhand von Sarahs Klagen den Schaden noch irgendwie eingrenzen. Aber andererseits, es sieht irgendwie nicht danach aus, wenn schon zur Ewigkeitsgarantie man sich nur noch auf die Demokratie konzentrieren will. Es ist schwer zu sagen, ob sie es noch eingrenzen wollten, ob sie meinten, sie können es noch eingrenzen, aber wenn sie als Maßstab nur die Demokratie nehmen wollen, keine sozialen Rechte, keine Menschenwürde, wie wollen sie das da machen, wenn der Kernbereich unserer Klage ja ist, anhand aller Grund- und Menschenrechte, die im Schuldnerland gelten, im Maßstab zu machen, und wenn sie gleichzeitig in Kraft treten lassen, die Verpflichtung, dieser kleine Vertragsänderung verpflichtet ja, erlaubt ja nicht nur immer neue Mechanismen, die den Namen des Euro missbrauchen, um die Finanzstabilität der Großbanken zu sichern, sondern sie verpflichtet auch auf eine Strenge, wie beim Internationalen Währungsfonds. Und der nimmt auf gar keine sozialen Rechte Rücksicht und hat Gesundheitswesen in vielen Ländern kaputt gemacht mit seinen Auflagen wie keine andere Organisation und ist zusammen mit der Weltbank Hauptgrund Nummer 2 für den Hunger in der Welt. Und das haben sie alles, sich die Möglichkeit aus der Hand genommen, das Inkrafttreten davon zu verhindern. Ich frage mich, was soll das noch für eine ordnungsgemäße Behandlung sein? Nun gut, was machen wir jetzt? Im Grunde genommen, gut, man darf gegen Verfassungsrichter nicht losmeckern, die sind einfach zu hoch in ihren Würden. Aber ja, was tun? Das oberste Gericht in der Bundesrepublik scheint seine Bürger im Stich zu lassen. Das könnten wir noch zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Man könnte vielleicht auch eine Anklage, eine Strafanzeige gegen die Richter
wegen Rechtsbeugung auf die Straße bringen, dann gäbe es vielleicht sogar Knast für unsere Verfassungsrichter. Ich weiß es nicht, ich kann das nicht beurteilen. Wie siehst du das? Also mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, es ist tatsächlich eine Instanz, wo man danach noch hingehen kann, nach dem Verfassungsgericht. Die können allerdings nur prüfen am Maßstab der Rechte, die in der Europäischen Menschenrechtskonvention sind. Im Ergebnis würde dabei rauskommen, wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte meint, dass sie das eigene Verfahrensrecht nicht ordentlich angewandt haben und damit eben entsprechend den menschenrechtlichen Maßstab verletzt haben, dass sie eben, dass die Kläger gleich behandeln, ein faires Verfahren machen etc., dann könnte es, das ist eine Besonderheit beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, Schadensersatz geben. Was ist der Schaden? Der Schaden ist das, was einem am finanziellen Schaden zu erwarten wäre über die zu erwartenden Sozialkürzungen. Und das könnte man vielleicht irgendwie prognostizieren oder Deutschland dazu verurteilen, dass dann die Klägerin alles, was sie an Sozialkürzungen erleidet, bei den Dingen, was sie so geltend gemacht hat, was sie prognostiziert, alles direkt aus Steuermitteln wieder ersetzt bekommt. Aber das würde alleine ihr helfen. Und Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, glaube ich nicht, dass man da ohne Anwalt klagen kann. Das heißt, die Frage ist, wie viel Kosten nimmt man da auf sich für eine Chance, um Schadensersatz zu kriegen? Das Thema Strafanzeige. Man muss immer gucken, der objektive Tatbestand. Es muss ein objektiver, schwerer Schaden sein. Also etwas, wie soll ich sagen, wie vollendete Tatsachen. Übergehen eines Befangenheitsantrags sind keine vollendeten Tatsachen. Eine Ratifikation könnte das sein. Oder wenn man so viel Dinge in Kraft treten lässt, mit denen das Grundgesetz umgehbar gemacht wird, die normalen Änderungsvorschriften des Grundgesetzes, dass es vielleicht wie damals beim Ermächtigungsgesetz abstürzt. Da müsste man sich die Frage stellen, ab wie viel Umgehbarmachung der Dinge, die durch die Ewigkeitsgarantie vor allem geschützt sind, ist das der Fall? Das muss man sich genau anschauen. Und ab welchem Zeitpunkt ist es der Fall? Und ist ein Vorsatz gegeben für diese einzelnen Punkte, dass man gesagt hat, geht wahrscheinlich schief, aber wir nehmen es trotzdem in Kauf. Mindestens der Eventualvorsatz muss gegeben gewesen sein. Und es ist ganz wichtig, objektiver, schwerer Schaden und Eventualvorsatz. Also, dass man, es muss mehr sein als bewusste Fahrlässigkeit nach dem Motto, wird schon gut gehen. Hm. Und das muss aber nicht das eigentliche, der Schaden, den man anrichtet, muss nicht das eigentliche Ziel sein dessen, was man tut. Und das Wichtige ist, damit kriegt man vielleicht ein Urteil nochmal neu aufgerollt, dass man dann sagt, dieses Urteil ist nichtig. Aber eine Ratifikation, die schon passiert ist, die kriegt man damit wahrscheinlich nicht aufgerollt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da müsste dann eine neue Regierung, denke ich, dann so einen Vertrag kündigen. Und das ist wahrscheinlich eine Frage von parlamentarischen Mehrheit, dass man eine passende Regierung dafür findet. Hm. Und dass diese Dinge können alle ziemlich langwierig sein. Es ist also schon ziemlich heftig, was da passiert ist. Und es tut mir wirklich in der Seele weh. 4 von diesen Richtern haben das Lissabon-Urteil mitgesprochen. Beim Lissabon-Vertrag wollte man das Angriffskriegsverbot umgehbar machen, mit lauter Gummibegriffen, mit Artikel 42 und 43 EU-Vertrag, wo man überall einmarschieren kann. Das Verfassungsgericht hat gesagt, nee, es darf nicht umgehbar gemacht werden, unter keinen Umständen kein Schlupfloch. Und alle Außen- und Sicherheitspolitik der EU bleibt normales Völkerrecht, mit dem Ergebnis, dass alle Angriffskriegsverbote von der UNO-Charta bis zum Grundgesetz vom Rang höher bleiben. Und man diese Gummivorschriften zumindest nicht für Angriffskriege nutzen kann. Und die gleichen Richter, die damals Weltfrieden gesichert haben auf der rechtlichen Ebene, 4 von denen scheinen uns jetzt nicht schützen zu wollen. Das ist heftig. Bisschen erstmal danke, Volker. Wir werden uns nachher ja nochmal im offenen Gespräch hören und sprechen. Vorher hören wir uns noch ein Interview an mit Scheffe. Das ist Jens Blecker von dem Blog ikanews.de. Das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und für alle, die sich noch ein Bier holen oder mal aufs Klo müssen, machen wir jetzt noch ein bisschen Musik. Wirf mal was rein, Jan.
nothing, but now I got something. You can do it, homie. Get your grind on it. I got the hot music. I lost, I got magic. You can bass on it. You hear the drums on it. Come on, bounce with it. This is how we vibe to it. You got the fists for it. You got the guts for it. You can shine with it, homie. Let me grind with it. I got some body in the club. Come on, keep on dancing to this song. You got them beats and breaks and your booty shaking all night long. Every blow that you give to me, I thought about it constantly. Get a kiss just for free. Baby boy, what you've done to me. Baby girl, let's get it going on. I'ma hit the highway and do it my way. It ain't no game, girl, so I don't play games. I keep it up straight, right up in your face. So make your mind up, cause life is too short. I got the best on, boy, put your belt on. Stop acting all cool like Kanye West. Boy, you be riding through the wire and the time I get on fire. You don't want that, no, I don't want that, no. These girls are the pimps and chicks, so slow, slow. Hit the backseat when you're doing the licking, kissing, squeezing. Do the damn thing, man. Daddy in the club, come on. Keep on dancing to this song. You got them beats and breaks and your booty shaking all night long. Every blow that you give to me, I thought about it constantly. Get a kiss just for free. Baby boy, what you've done to me. Hallo Steffe, erstmal vielen Dank, dass du Zeit für uns gefunden hast. Sehr gerne, freut mich da zu sein. Ja, die Demokratie, ist sie jetzt nach diesem Urteil in Gefahr? Wie siehst du das? Die Demokratie selber hat schwer Schlagseite erlitten, weil die letzte Gewalt im Staate eigentlich versagt hat und zeigt, wie pervertiert das ganze System mittlerweile ist. Die planen ja irgendwas im großen Stil. Könnte es sein, dass die eine gesamteuropäische Diktatur letzten Endes als Agenda verfolgen? Also ich nehme an, die Formulierung müsste anders heißen. Es wird eher eine Art der Sowjetunion. Es geht alles in Richtung einer Räterepublik, so wie es im Vorbild der Sowjetunion auch war. Wir haben den Europäischen Rat, Rat der Europäischen Union, die Kommission. Und im Endeffekt wird dann irgendwann in Brüssel über alles entschieden. Wir können hier vor Ort noch entsprechende Vertreter für Europa wählen, aber im Zweifelsfall haben wir keinerlei nationalen Einfluss irgendwann mehr, was in Brüssel entschieden wird oder ähnliches. Das ist ja auch jetzt schon so, wenn Verordnungen erlassen werden, dann werden die in nationales Recht umgesetzt und dann ist das erledigt, das Thema. Etliche Beispiele dafür gibt es. Wie gesagt, Glühbirnen sind jetzt mal komplett abgeschafft. Das ist mal eins meiner Lieblingsbeispiele. Ein bisschen zynisch ist das Ganze natürlich für die neuen Bundesländer. 1989 war der Mauerfall und die haben sich gefreut, endlich raus da. Und jetzt kommen sie eigentlich in einen neuen Käfig rein, der vielleicht ein bisschen golden angestrichen wird, wo man das Gefühl hat, man würde sich in einem freien und liberalen Europa befinden. Wenn man sich die Entwicklung allerdings anschaut, beispielsweise im Rahmen der Überwachung, was das INDEC-Programm angeht und andere Geschichten, dann werden die Menschen sehr bald feststellen, dass das mit Freiheit in dem Sinne nichts mehr zu tun hat. Das Problem, was ich tatsächlich sehe, ist, dass es die Menschen offensichtlich alles gar nicht mehr interessiert. Die sind einfach so sehr damit beschäftigt, sich die neuesten Apps zu laden, sich den ganzen Tag bei Facebook rumzutreiben und sich einen neuen TFT-Bildschirm zu kaufen, dass sie überhaupt nicht bemerken, wie sie so langsam aber sicher schmiedeeiserne Fesseln an die Beine genagelt bekommen. Und da sehe ich ein ganz, ganz großes Problem für die Zukunft auch, wenn die Menschen erstmal ihre Freiheit verloren haben, dann wird es sehr viel Schweiß
Blut und Tränen kosten, die Freiheit wieder zu erlangen. Du hattest vorhin die EUDSSR, sowas in der Art, also eine Sowjetrepublik Europa, Sowjet ist ja der Rat, eine Räterepublik Europa, also erwähnt, ich weiß es nicht, eine kommunistische EUDSSR mit einem kapitalistischen Vorzeichen, ist das nicht ein Widerspruch in sich? Naja, im Zweifelsfall ist die Tendenz relativ offensichtlich. Die Entwicklung geht halt in Richtung eines sozialistischen Superstaates. Das ist ja nichts anderes, was momentan gemacht wird mit den ganzen Rettungspaketen und Ähnlichem. Lässt sich auch ein bisschen vergleichen mit dem Länderfinanzausgleich. Am Ende wird Deutschland halt zunächst erstmal umgekrempelt und wir können das Geld dann nach Brüssel schicken. Und die Bürger selbst werden Empfänger von Hilfsleistungen. In den USA ist das momentan beispielsweise mit den Lebensmittelmarken, glaube ich, knapp 50 Millionen Lebensmittelmarkenempfänger oder sind es schon 60, ich weiß es nicht ganz genau, von etwas über 300 Millionen Bürgern. Da stimmt doch was nicht. Also wenn der Staat beginnt, die Menschen so weit auszusaugen, dass sie hinterher bitte machen müssen, um irgendwo wieder auf eine Lebensgrundlage gesetzt zu werden, dann ist das eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung. Und ähnlich läuft es immer mehr auch in Deutschland und ich vermute, dass das ganze Prinzip sich für Europa durchsetzen wird. Und wenn man sich anschaut, wie die Wahlen laufen, das hatte ich ja schon, bevor die Wahlen in einigen europäischen Ländern losgegangen sind, geschrieben, dass ich diesen sehr sozialistischen Ruck auch erwarte. Also wenn ich mir anschaue, ich hatte damals einen Artikel zum Beispiel gemacht zu dem Lastenausgleichsgesetz. Das Lastenausgleichsgesetz ist eine Geschichte, die also zumindest in annähernder Form auch in näherer Zukunft wieder zur Anwendung kommen dürfte und dann werden halt die deutschen Vermögen auch nochmal ordentlich umgepflügt und das Ganze wird dann sozialistisch umverteilt. Also das sehe ich so. Kommunismus in der Form, wie man ihn sich jetzt klassisch vorstellt, denke ich, wird es nicht sein. Die Menschen werden weiterhin in den Glauben gelassen, sie würden in einer ganz normalen Demokratie, in einer repräsentativen Demokratie leben. Und in Brüssel werden Lobbyisten halt entsprechende Entscheidungen durchprügeln, die dann von den Räten entsprechend verordnet werden. Und dann ist das halt Recht für alle. Also die Gefahr ist durchaus gegeben. Und wie gesagt, ich sehe eher den sozialistischen Superstaat als halt einen kommunistischen. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Thema Sozialabbau und im Grunde genommen Bittstellertum, um überhaupt was zu essen zu haben. Wird dann vielleicht Gemüse die neue Währung der Zukunft, sagen wir mal Stichwort Gartengold. Wenn man zum Beispiel in Griechenland, wo die Leute wirklich nichts mehr zu essen haben, einen großen Dachgarten hat, der nicht von Fremden leer geklaut werden kann, dann ist man wirklich ganz vorne dabei. Sollte man hier vielleicht auch mal langsam schauen, dass man irgendwo vielleicht ein Stück Wald frei macht und da ein Gärtchen anlegt oder wie sieht unsere Zukunft denn dann aus? Naja, beispielsweise in Australien haben sie ja schon damit begonnen, eigentlich eigenen Anbau zu kriminalisieren. Da gibt es also große Firmen wie Monsanto und ähnliches, die auch ein Interesse daran haben, dass eben nicht jeder Bürger sein eigenes Saatgut zu Hause züchtet, sein eigenes Gemüse. Das ist, denke ich mal, nur eine Übergangslösung. Auf Dauer wird das sicherlich kein tragfähiges Modell sein. Ich denke, dass jeder gut daran beraten ist, wenn er sowas hat, aber viele Menschen leben ja einfach in Städten und da kann man sich nicht mal eben ein Stück Wald umpflügen und das zu Acker machen. Aber eine Hartwährung, also Hartwährungen werden sich auf jeden Fall entwickeln und ob das dann nur Tabak ist oder Gemüse oder ähnliches, das dürfte auf jeden Fall in Zukunft das sein, woran man sich orientieren kann, um, ich sag mal, wenn denn dann auch tatsächlich irgendwann mal der Bargeldverkehr komplett eingestellt werden sollte, was sie also dramatischerweise versuchen, dass man nicht völlig aufgeschmissen ist und irgendwo die Möglichkeit hat, mit den Menschen noch einen eigenen Handel zu betreiben und sich selbst auch zu ernähren. Dafür sind Gemüsegärten natürlich perfekt. Du hast ja auch ein Grundstück in Kanada, wie ich weiß. Wann ist bei dir der Zeitpunkt erreicht, wo du die Koffer packst und der Bundesrepublik Deutschland den Rücken kehrst? Da würde ich sagen, eigentlich ASAP. As soon as possible. Also sobald ich meine Immigration habe, werde ich sehen, dass ich hier wegkomme. Sie ziehen den Gürtel immer enger und wir stehen wirklich an einem Punkt, der historische Ausmaße hat. Wenn dieser ganze Laden poppt, er wird momentan politisch am Leben gehalten, der Euro ist schon lange tot, der Dollar ist schon lange tot und alle singen halt dasselbe Lied von wegen, das wird schon wieder durchhalten etc.
meiner bescheidenen Meinung nach wird da gar nichts wieder, sondern das Ganze muss und wird sich, denke ich, irgendwann in einer kompletten Implosion auflösen, die sämtliche Vorstellungskraft sprengen wird. Und wenn ich tatsächlich Ende nächsten Jahres meine Immigration in der Tasche habe, was ich hoffe, werde ich sehen, dass ich so zügig wie möglich wegkomme. Sollte die Lage vorher eskalieren, dann muss ich halt gucken, ob ich irgendwo mit meiner Familie auf dem Bananenkutter rüberkomme. Cheffe, ich danke dir herzlich, dass du die Zeit für uns genommen hast. Sehr gerne, hat mich gefreut. They work me to free. And I got money off the teachers who wanted a piece of me. After all, if we're selling things and I'm supposed to survive, unless it is a piece of, unless it is a piece of me. In the end, there's always fashion. Grounded like what's happening here. Oh, it's just a piece in my head. Oh, it's just a piece in my head. Oh, it's just a piece in my head. Oh, yeah. Oh, it's just a piece in my head. Postcards from his girlfriends who live overseas. Amazes me the shit they send me, and they send them in threes. Yeah, yeah. Oh. After all, it's a give and take, and I'm supposed to reply. Unless it is a piece of, unless it is a piece of me. Always fashion keeps you grounded like what's happening here. Oh, it's just a piece in my head. Oh, it's just a piece in my head. Oh, it's just a piece in my head. Oh, yeah. Oh, it's just a piece in my head. Weiteres Interview aufgenommen, und zwar mit Peter Böhringer, dem Betreiber von goldzeiten.de. Er ist Diplomkaufmann und Wirtschaftsinformatiker, und er kann uns einiges sagen zum gestrigen Urteil, vor allem aber auch über dessen Folgen für die Märkte und vor allem für uns. Herr Böhringer, ich grüße Sie. Haben Sie vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen konnten. Ja, einen Abend, Herr Appisch. Wir kommen gleich zur ersten Frage. Nur Minuten nach der Urteilsverkündung des Bundesverfassungsgerichtes zum ESM-Vertrag kletterten ja nun überall die Kurse hoch.
Das heißt, die Märkte freuen sich, und wenn Märkte sich freuen, dann ist das meistens für die Verbraucher gar nicht so gut. Beispiel Bankenrettung, Rettungsschirm, das haben ja alles die Steuerzahler bezahlt. Kann man das in diesem Fall auch so sehen? Tja, das kann und muss man schon teilweise so sehen. Vielleicht sollte man ohnehin mal auseinander dividieren, welche verschiedenen Player in diesem politischen, aber eigentlich wirtschaftlichen Vorgang hier mit überhaupt beteiligt sind. Ich würde mal vorwegschicken, wir fast alle. Und dass da durchaus verschiedene Interessen da auch im Spiel sind. Allerdings würde ich mir es jetzt nicht so leicht machen und ganz pauschal von den Märkten sprechen, was jetzt auch in Ihrer Frage drin war, obwohl das gerne gemacht wird, sondern schon bei den Märkten, den sogenannten Märkten, muss man differenzieren. Und man kann auch meiner Meinung nach hier, was auch leider gerne gemacht wird, keine klassische Kontroverse links gegen rechts oder arm gegen reich oder unten gegen oben aufmachen. Man muss hier wirklich schauen, wer sind die Profiteure. Und ja, das ist die auf Lateinisch die cui bono-Frage. Wer profitiert? Wer profitiert vom ESM? Und da wird ja so getan im Bundestag eigentlich von allen Fraktionen, die Rettung ist alternativlos für uns das Volk. So wird getan, als ob wir alle davon profitieren würden. Manchmal mit sehr platten Begründungen. Ja, das sind ja eure Spargelder, das sind ja eure Lebensversicherungen, die wir ja auch retten. Und wir machen das ja nicht gerne, aber wir müssen es und wir tun es ja für euch. Und das ist eben unglaublich platt und immer nur noch nicht mal die halbe Rechnung, ist nicht mal ein Zehntel der Rechnung, weil das at a price kommt. Das hat eine nachteilige Seite für uns alle, für die kleinen Leute, auch für die Mittelschicht, teilweise auch für die Reichen, aber selbst bei den Banken müssen wir differenzieren. Also die größten Profiteure sind hier die, ja, natürlich zum einen die direkt geretteten Banken der Südperipherie in den Mittelmeerländern, auch in Frankreich mittlerweile, übrigens auch außereuropäisch, denn ganz viele angelsächsische Banken halten Staatsanleihen von diesen Ländern. Die hätten alle ein riesiges Abschreibungsproblem, wenn die austreten würden, mit Folge Bankenzusammenbruch, riesiges Abschreibungsproblem auf diese Anleihen, die von diesen Banken emittiert sind. Das ist die Hauptzielgruppe, die auch durch den ESM bedient wird jetzt. Das ist der eigentliche Bailout, ein Banken-Bailout. Das ist kein Bailout für die Menschen, auch nicht für unsere Lebensversicherung. Das ist die Hauptzielgruppe. Und das Problem ist, dass in dem Spiel nicht nur Leute gerettet werden, sondern sogar unglaublich viel Geld verdienen, weil hier teilweise darauf spekuliert wurde, auf diese Rettungsschirme und Anleihen, die eigentlich faktisch wertlos waren, von Zockern billigst aufgekauft wurden. Und die sind jetzt wieder werthaltig über Nacht. Das ist ein planwirtschaftlicher Vorgang, wenn diese Rettung stattfindet. Und das sind Anleihen, die vielleicht auf Kost 20 runtergefallen waren, von nominal 100, jetzt wieder nahe bei 100, sind wieder werthaltig. Das ist ein riesige Profite, wir reden also von 300, 400, 500%, die hier kurzfristig möglich sind. Also Spekulanten und Banken sind die allerersten großen Gewinner der ESM-Bank. Es ist ein Bankvertrag, von dem wir hier sprechen. Und ja, wer verliert? Mittelfristig wird das Ganze inflationär, auch wenn es im Moment keiner glauben will. Darunter leiden fast alle, mit Ausnahme derer, die wirklich sehr viele Sachwerte haben und dann auch teilweise profitieren von Inflation. Aber Inflation ist ein Vorgang, der besonders kleine Leute besonders trifft, und das wird mittelfristig hier die Folge sein. Ich sage nicht, dass das morgen kommt, schleichend haben wir sie ohnehin schon, aber sie wird mittelfristig kommen, und das ist das Unsozialste in dem Ganzen. Kann man das Ganze also ein bisschen mit einer Pokerrunde vergleichen, und jetzt liegt wieder Geld auf dem Tisch, die freuen sich, weil sie weiter zocken können? Das ist gar nicht mal so falsch. Es ist zwar sicher nicht die ESM-Bank und diese jetzt angeblich 190 Milliarden, in Wirklichkeit sind es vermutlich wesentlich mehr. Das ist unglaublich viel Geld, aber es ist noch nicht mal ein Bruchteil dessen, womit hier rumgezockt wird. Es gibt noch viel mehr dieser planwirtschaftlichen Töpfe. Die EZB und die FED monetisieren, sprich sie drucken Geld aus dem Nichts. Das ist etwas platt ausgedrückt, aber in der Praxis ist es genau das. Schon seit 2007, seit Beginn der Krise, mit riesigen Summen, mit immer größeren Summen. Es gibt den EFSF, den ersten Rettungstopf, und es gibt noch eine ganze Reihe anderer Töpfe. Insofern, der ESM steht in einer schlechten Tradition, aber er hat halt, weil er so unglaublich geheim und intransparent ist, noch eine eigene Qualität. Ich weiß aber nicht, ob wir da jetzt in die Details gehen wollen. Das ist jetzt abendfüllend. Ja, gut, es gibt ja auch im Netz jetzt immer wieder Hinweise darauf, dass uns staatliche Zwangsanleihen bevorstehen.
könnten. Zunächst nur 10% des Eigenkapitals. Aber was bedeutet das jetzt für selbstständige Unternehmer, aber für Arbeitnehmer und Arbeitslose oder prekär Beschäftigte in Deutschland? Mal ganz konkret. Das ist jetzt schon die nächste Frage. Wenn ich nur einen Satz zur vorigen Frage nur anführen darf, ich habe schon vor 2-3 Jahren mal vom Sozialismus à la carte gesprochen. Das ist ein Sozialismus zugunsten der Banken, die eben ihre Bankgewinne, diese auch durch und wegen ESM und Bankenrettungen über die anderen Töpfe machen, obwohl sie sonst pleite gewesen wären, privatisieren dürfen, also behalten dürfen und die Verluste sozialisiert werden. Und das ist genau das, was hier geschieht, eigentlich schon seit 3, 4, 5 Jahren jetzt mit der Krönung des ESM. Das war mir noch wichtig zu sagen. Jetzt schwenken wir tatsächlich auf Ihre zweite Frage um. Staatliche Zwangsanleihe. Ja, ich weiß gar nicht, ob alle Hörer überhaupt genau wissen, was das jetzt ist. Im Moment sind das Gedankenspiele, die aber mittlerweile zunächst von Rot-Grün, mittlerweile aber auch schon von Schwarz mitgetragen werden. Man muss vielleicht dazu sagen, Zwangsanleihen haben eine historische Vorgeschichte, sind meistens Kriegsanleihen gewesen, damit wurden Kriege finanziert, wenn der Staat ein partout mit seinen klassischen Steuereinnahmen nicht ausgekommen ist. Und jetzt wird das ganz offen auch in Friedenszeiten in den Mund genommen, das Ganze. Manchmal auch in der Form der Vermögensabgabe oder der hohen Vermögensbesteuerung. Das sind alles Dinge, die in 2 Jahren spätestens auf uns zukommen, fast egal unter welcher Regierung, unter Rot-Grün ganz sicher. Vermutlich aber auch unter Schwarz. Und Sie haben ja gerade gesagt, 10% des Eigenkapitals, also angedacht ist es eigentlich in Form 10% des Vermögens. Das ist der sogenannte Vermögensschnitt, der Private trifft, ebenso wie Unternehmen. Insofern, es wird vermutlich nicht aufs Eigenkapital berechnet, sondern auf den Wert des Unternehmens, aber das ist jetzt technisch vielleicht nicht so wichtig. Und ja, was bedeutet das für Selbstständige, war Ihre Frage, für Arbeitnehmer, für Arbeitslose? Gut, Arbeitslose wird es direkt weniger betreffen, weil es natürlich Freibeträge geben wird. Also die werden sicher nicht direkt einer Zwangsanleihe oder einer Vermögensbesteuerung unterzogen. Aber schon bei einigen Arbeitnehmern der Mittelschicht kann das anders aussehen. Das wird teilweise am Jahreseinkommen festgemacht, das wird teilweise aber auch am Vermögen festgemacht und die Freibeträge gehen runter, teilweise bis 250.000 Euro, was gar nicht so viel ist, wenn man weiß, dass viele Leute ja fürs Alter vorsorgen und diese Altersvorsorge ja schon ganz schnell diese Größenordnung überschreiten muss, fast schon, was ja auch der Staat jahrelang gefördert hat. Wir sollten ja alle fürs Alter vorsorgen. Insofern, das hört sich jetzt für manche Leute viel an, aber 250.000 oder auch 500.000 ist, wenn man wirklich für 30 Jahre vorsorgt und dann am Ende seines Arbeitslebens ist irgendwo bei 60, 65, mittlerweile ja 70, ist gar nicht mal so viel Geld. Das heißt schon, die Leute würden unter diese Vermögensabgabe, 10% direkte Abgabe, durchaus fallen. Und wenn man ganz genau reinschaut, aber die Gesetze sind noch nicht offiziell verabschiedet, das dauert noch ein Jahr oder zwei, dann zeichnen sich da jetzt schon Skandale ab, meiner Meinung nach. Es wird zum Beispiel differenziert zwischen Bankenpensionen, Beamtenpensionen wollte ich sagen, Pensionen von Beamten oder auch Pensionen aus gesetzlichen Rentenversicherungen einerseits. Die sind nämlich begünstigt und unterliegen dann nicht der Vermögensabgabe, obwohl sie natürlich einen gewissen Barwert darstellen, den man auch berechnen könnte, der durchaus locker in 300.000, 500.000 Euro Größenordnung geht ab den mittleren Beamten. Die werden also nicht dem Vermögensschnitt unterzogen. Auch die Rürup-Sparer nicht, die Riester-Sparer nicht, alles, was irgendwie der Staat selbst mal ins Leben gerufen hat, wird da ausgenommen. Wenn aber einer sich vorgenommen hat, aus guten Gründen, schon vor 10, 20, 30 Jahren, ich sorge selbst vor, oder weil sie Selbstständige gesagt haben, die sowieso schon immer selbst vorsorgen mussten fürs Alter, die das in anderer Form gemacht haben, in Form von Aktien oder privat gehaltenen Anleihen oder Kapitallebensversicherung, eben nicht gesetzlich, dann sind die dabei bei dem Vermögensschnitt, obwohl das immer gewünscht war, staatlicherseits hier fürs Alter vorzusorgen. Also das sind jetzt schon sich abzeichnende, ganz üble, ungerechtfertigte Differenzierung. Aber vielleicht können wir da in 1-2 Jahren auch nochmal in Ruhe drüber sprechen, wenn das dann auch klarer ist. Ich sage es Ihnen nur heute schon. Und was mir noch wichtig ist, damit man mal die Größenordnung hier sieht, in einem Papier des DIW, Deutsches Institut für Wirtschaft, ein sehr linker Think Tank, der für die Grünen, auch für die SPD, mal ein Papier geschrieben hat zu genau dem Thema Vermögenssteuer, Vermögensabgabe, wird als politisches Ziel vorgegeben und als Modellziel. Wir wollen 100 Milliarden Euro Vermögenssteuer generieren. Und wenn man weiß, 100 Milliarden, die hier über diese Mittel eingesammelt werden sollen,
Das wird zurzeit über die diversen Rettungstöpfe des Euro, das mit der sind wir wieder beim Frage 1, das hängt ja alles irgendwie zusammen, wird zurzeit in nur 2 bis 4 Monaten ins Ausland verschleudert. So schnell, was hier also einmalig, als angeblich einmaliger Schnitt zur Sanierung der Staatsfinanzen und zur Altersvorsorge deklariert wird, wird hintenrum in 2 bis 4 Monaten verschleudert. Tage 2 alleine sind schon 30, 40 Milliarden pro Monat zurzeit. Wir haben den ESM-Index, wir haben EFSF, wir haben die indirekten Haftungen über die EZB und ich könnte Ihnen noch 8 weitere Töpfe aufzählen. Das heißt, die 100 Milliarden sind innerhalb von wenigen Monaten verfrühstückt und das soll angeblich eine einmalige, nur alles heilende Maßnahme sein. Sie sprachen vorhin von Zwangsanleihen zur Vorbereitung von Kriegen. Ist es nicht so, dass wir uns tatsächlich in einem Krieg befinden, in einem Wirtschaftskrieg oder auch in einem Krieg Staat und Konzerne gegen den Bürger? Ja. Es gibt da ja dieses Statement von George Soros, ja, wir haben Krieg, wir oben gegen euch da unten und wir werden gewinnen. Also um das mal so ganz knapp zu formulieren, so ähnlich hat er das gesagt. Dieses Zitat kannte ich noch gar nicht, aber George Soros erzählt viel Ungeheuerliches, wenn der Tag lang ist. Trotzdem, unabhängig von Soros, ich habe ja eingangs schon gesagt, es gibt hier ganz klar Gewinner von staatlichen Geld, von dem Kreditgeldsystem, von dem meiner Meinung nach unnatürlichen Kreditgeldsystem, das wir haben, und es gibt Verlierer. Es ist ein schleichender Finanzkrieg und man kann durchaus sagen, hier wird fleißig gegen Clever oder gegen Zocker oder gegen Planwirtschaftler oder gegen Beamte ausgespielt. Also er wird umverteilt von fleißig zu Insider. Und insofern ist das natürlich schon ein Krieg, wenn die Summen entsprechend groß werden. Das Problem ist, dass in der Geschichte öfter mal Wirtschaftskriege dann auch in Bürgerkriege, in heiße Kriege gemündet sind. Das dürfen wir uns hier nicht wünschen. Aber vielleicht, das führt jetzt wirklich ein bisschen weiter, wenn wir uns abendfüllend über Zwangsanleihen unterhalten. Gut. Sie beraten ja, Sie sind ja Diplomkaufmann, Menschen, die sich ihre Zukunft noch sichern wollen, die noch ein bisschen Vermögen haben und die nicht so genau wissen, wie sie das anlegen. Nun haben wir aber mehr als 10 Millionen Menschen in Deutschland, die verfügen überhaupt keine Rücklagen. Wenn denen der Kühlschrank kaputt geht, dann wissen die nicht, wo die einen neuen herbekommen sollen. Was sollen denn die machen? Was würden Sie denen raten? Tja, schwierige Frage, das gebe ich zu. Ich kann zum einen raten, auch wenn auch das vermutlich für viele nicht einfach ist, wenigstens schuldenfrei zu werden, weil die Schuldzinsen sind ja in keiner Weise so abgesenkt worden wie die Guthabenzinsen. Das heißt, da zahlt man immer noch viel zu viel und man zahlt letztlich mit Zinsentilgung seine Kredite mehrfach zurück. Das allein ist also schon mal eine sehr sinnvolle Maßnahme, soweit sie eben irgendwie möglich ist. Es ist auch wichtig, schuldenfrei zum Beispiel auf der Immobilie zu sein, wenn man noch eine hohe Hypothekenschuld drauf hat, damit man keine Zwangsversteigerung der Hütte oder der Wohnung oder des Hauses durch die Bank zulässt. Wenn man nämlich einmal nicht bedienen kann, seine Zinsentilgung, dann geht das relativ schnell mit Zwangsversteigerung, insbesondere wenn die Hypothek noch zu hoch ist und auch wenn der Immobilienmarkt irgendwann schwächer werden sollte, was passieren kann, wenn die Zinsen steigen, und auch das ist nicht abwegig, dann fällt irgendwann der Wert des Pfandes, also des Hauses, unter den Restwert der Schuld. Und dann sind Banken ganz schnell dabei, Zwangs zu versteigern. Also das sind schon Dinge, die man, wenn es irgendwie geht, mit Priorität machen sollte. Wenn man zur Miete wohnt, hilft ja nichts. Im Zweifelsfall kleinere Brötchen backen, weniger Quadratmeter oder zumindest nicht mehr Kosten runterbringen. Das ist das Einzige, was diese Gruppe machen kann. Man muss, um nochmal leider zu sagen, leider ist also auch diese Gruppe, die Hauptverlierergruppe, stark inflationärer Entwicklung, aber auch Währungsreformen, die ich ja irgendwann auch mal erwarte. Und sie gewinnen nichts im Gegenzug von inflationären Entwicklungen, weil sie keine Sachanlagen haben, die aufwerten können. Und sie haben eigentlich auch keine große Rente, die durch diese sogenannten Rettungsmaßnahmen jetzt immerhin mal temporär gerettet würde, wenigstens nominal. Real hat die Gruppe wegen der Inflation einen latenten Kaufkraftverlust. Und genau deshalb ist diese sogenannte Rettungspolitik, die ja von allen Parteien im Bundestag getragen wird, bis hin zu allen sogenannten sozialen Parteien, gerade für die kleinen Leute besonders übel. Und es ist keine Rettung für die. Und absolut gesehen wird vielleicht die Mittelschicht am meisten entdecken, also mehr als die kleinen. Aber über den Kaufkraftverlust trifft es eben alle. Und es ist schwierig, dieser Gruppe ganz konkret was zu raten, außer Kosten reduzieren und ich sag mal, nicht zu große Brötchen zu backen. Nun haben wir ja Tausende von Milliarden zugebuttert. Wir in Deutschland allein über 1 Billion, soweit ich weiß.
Und diese ganzen Euros, die haben sich ja nicht einfach in Luft aufgelöst. Die wohnen jetzt einfach nur woanders. Können Sie uns sagen, wo und bei wem? Oh je, jetzt führen Sie mich in die Tiefen der Geldtheorie. Ich muss den Mythos leider gleich widerlegen, dass das Geld nie weg ist. Es gibt diesen uralten Spruch, das Geld ist nie weg, es hat nur ein anderer. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, es hat sich nicht in Luft aufgelöst, es wohnt nur woanders. Das ist ein Mythos und er wird leider nicht richtiger, auch wenn man öfter wiederholt. Im Papiergeldzeitalter, eigentlich im Kreditgeldzeitalter, das wir seit 1913, wenn man genau ist, meinetwegen auch seit 1971 haben. 1971 wurde die letzte Währung von der direkten Goldbindung abgelöst. Kann Kreditgeld, neues Kreditgeld aus dem Nichts geschöpft werden? Dann ist es da. Es war vorher nicht da. Es ist auch nicht umgebucht worden. Es ist aus dem Nichts durch eine neue Verschuldung irgendeines Wirtschaftsakteurs entstanden. Und genauso kann im Zuge eines deflationären Akts dieses Geld wieder dahin zurückgebucht worden werden, wo es herkam, also ins Nichts. Und das müssen die Leute verstehen, die diesen Satz sagen, Geld ist nie weg, es hat nur ein anderer. Das war im Goldzeitalter vielleicht mal richtig, es ist im Kreditgeldzeitalter nicht mehr richtig. Trotzdem ist es natürlich recht, das hatten wir ja schon, dass es Profiteure gibt von Umverteilungsaktionen und von solchen Umwälzungen, wie wir sie jetzt gerade erleben mit den Bankenrettungen und mit der Währungsreform, die irgendwann in diesem Jahrzehnt noch ansteht. 2008 zum Beispiel war für alle deflationär, da sind eigentlich alle Anlageklassen gleichzeitig runtergegangen und das Geld hatte kein anderer. Es war einfach weg, es wurde ausgebucht. Das hat man ansatzweise gesehen, was passiert in einem deflationären Crash. Und ganz am Ende, die Währungsreform ist immer am Ende deflationär. Interessant ist nur der Weg dahin, ob wir vorher noch inflationäre Zeiten bekommen. Insofern, Ihr Spruch, den Sie da gemacht haben, oder der Mythos, das Geld nie weg ist, der wäre richtig, wenn man ihn auf die Kaufkraft bezieht. Kaufkraft ist zumindest bei Sachwerten nie weg. Die hat dann nur ein anderer. Und die Kaufkraft insgesamt ist immer irgendwie konstant in der Welt. Ausnahme, wenn eben wirklich mehr Güter wirklich produziert werden. Aber die nominale Geldmenge, die ist nicht immer gleich. Und Kaufkraft wird durchaus umverteilt. Also da haben Sie recht, aber da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang schon gesagt habe, nicht zwingend immer von unten nach oben oder von arm zu reich oder umgekehrt, sondern meiner Meinung nach im aktuellen Spiel von fleißig zu Zocker, Insider, Planwirtschaftler. Also meistens sind das Politiker, Staatsbankangestellte oder Großunternehmer. Das heißt, der Energieerhaltungssatz, der lässt sich auf Geld nicht anwenden. Das wollte ich nicht. Jetzt habe ich doch noch eine andere Frage. Und zwar wird das Geld ja jetzt zusehend virtuell. In Italien gibt es bereits bei 1.000 Euro aufwärts keine Möglichkeiten mehr, bar zu zahlen, sondern es muss überwiesen werden. Das heißt, unser Geldsystem steuert auf eine Virtualität zu. Dann sind natürlich auch die Schulden, die Staatsschulden nur noch virtuell. Kann man die doch einfach ausbuchen und gut, oder? Ja, mein Gott, wir leben alle in der virtuellen Welt und trotzdem hat sie einen realen Bezug. Wir führen dieses Gespräch jetzt auch über das virtuelle Internet und trotzdem ist es so real, dass es in realen Ohren eines Tages oder heute Abend oder sogar live ankommen wird. Also es ist nicht alles virtuell. Es gibt immer Bezüge zur realen Welt. Von daher auch Schulden und Geld, auch wenn sie irgendwo virtuell nur elektronisch existieren, haben realen Bezug. Solange das irgendwo in Grundbüchern gegengebucht ist, dem gehört das und das Haus in dem und dem Kataster, ist das real. Und da muss ein virtuelles Gutachten entgegenstehen, das aber real erwirtschaftet wurde. Also, daher diese Trennung zwischen virtuell und real teile ich so nicht ganz. Und dementsprechend, das mit dem Ausbuchen ist nicht ganz so einfach. Ich gebe Ihnen zwar recht, das habe ich ja selbst gesagt, dass Geld aus dem Nichts entstehen kann. Fast aus dem Nichts, muss man sagen. Das führt jetzt wieder leider zu weit. Der sogenannte Fractional Banking Geldschöpfungsprozess, wo viel mehr Geld geschöpft wird, als eigentlich an Pfand zugrunde liegt, an Grundpfand. Meinetwegen ein Häuschen über 1 Million kann in Geld im Geldschöpfungskreislauf zu Geldschöpfung von über 10 oder sogar 50 Millionen führen. Und insofern, ein Teil davon ist real, ein Teil ist virtuell, aber selbst der virtuelle Teil kauft dann wiederum reale Güter. Und oder zumindest kauft er reale Staatsanleihen. Und diese Staatsschuld ist also auf den Büchern.
und es gibt eine Gegenbuchung, das ist das Guthaben bei irgendjemand. Und wenn man das einfach ausbucht, das können sie natürlich machen, rein mathematisch, das wird ja manchmal auch argumentiert, wir haben 5 Billionen deutsches Staatsvermögen und wir haben demnächst dann mal 3 bis 4 bis 5 Billionen deutsche Staatsschuld, das kann man doch ganz locker gegeneinander ausbuchen. Für Italien wird das auch gerne gemacht, die Rechnung, da sieht es ähnlich aus, heute schon. Nur, ich meine, das sind Enteignungsakte. Wir reden hier nicht von virtueller Enteignung, sondern hier sind teilweise Leute, die haben gleichzeitig Schulden und Guthaben, denen wird das Guthaben weggebucht und dann sind sie plötzlich hochverschuldet, obwohl sie gar nichts dafür können. Also ich warne vor diesen etwas zu einfachen Ausbuchungsvorschlägen. Aber auch da sind wir wieder bei langen Diskussionen. Ja, na gut. Deswegen freue ich mich ja, dass ich Sie hier als Interviewpartner fragen darf. Vielleicht zum Schluss noch eine kurze Einschätzung. Welche Bedeutung und Tragweite hat die gestrige Entscheidung in Karlsruhe denn aus Ihrer Sicht auf unsere Demokratie und auf unseren Rechtsstaat? Oh je. In einem Wort verheerend. Es hat sich leider bestätigt, was ich auch schon lange befürchtet habe, dass der ESM-Vertrag, die ESM-Bank, die jetzt ja gestern endgültig, fast endgültig genehmigt wurde vom Verfassungsgericht, ist ein ökonomischer, demokratischer, staatsrechtlicher, ordnungspolitischer Albtraum. Und ja gut, Sie haben jetzt konkret Demokratie und Rechtsstaat gefragt. Bei der Demokratie kann ich mir es einfach machen. Wer glaubt, dass dieses Machwerk mehrheitsfähig gewesen wäre in Deutschland, hätte es einfach mal zur Volksabstimmung stellen sollen. Sie werden aber in dem ganzen 80-seitigen Urteil von gestern samt Begründung das Wort Volksabstimmung nicht ein einziges Mal finden. Obwohl es durchaus eigentlich zwingend gewesen wäre, sowohl nach dem sogenannten Lissabon-Urteil von 2009, als eigentlich schon ganz klar die Grenze gezogen wurde, bis hierher, Klammer auf, Europa, Kompetenzen und nicht weiter, nicht ohne Volksabstimmung. Und das wurde nochmal bestätigt 2011 im Urteil des Verfassungsgerichts zum EFSF, zum ersten Rettungsschirm. Jedes Mal, eigentlich hat die ganze Beobachtergruppe, alle Juristen haben darauf gewartet, dass gestern zumindest, wenn nicht sofort Volksabstimmung verfügt wird, doch wenigstens sehr zeitnah. Und es kam kein einziges Wort dazu. Es war alles eine Farce, was in den letzten Wochen diskutiert wurde, wer da aufmerksam zugehört hat in den Medien. Alle haben eigentlich erwartet, jetzt wird endlich mal das Volk gefragt. Deswegen sogar Schäuble hat es in den Mund genommen. Alle Beobachter waren eigentlich klar, es kam nichts dazu. Das heißt, es war entweder ein riesiges Ablenkungsmanöver oder die Elite, wie ich sie immer nenne, die Eliten, haben erkannt, dass sie nichts, aber auch gar nichts im Moment, was irgendwie EU oder Euro oder Euro, gar Euro-Rettung in der Überschrift trägt, dem Volk zur Abstimmung vorlegen können. Es ist unmöglich, diese Volksabstimmung wäre nicht zu gewinnen. Die wissen das und deshalb hatte das, da bin ich jetzt Verschwörungstheoretiker, das Verfassungsgericht ganz klar den Auftrag, dieses Wort nicht in den Mund zu nehmen. Und ich glaube auch nicht, dass es im endgültigen Urteil, das kommt ja irgendwann in einem Jahr vielleicht, dann doch noch irgendwie Hinweise zur Volksabstimmung gibt. Gestern wäre sie zwingend gewesen und sie kam nicht. Insofern, von Demokratie müssen wir hier nicht sprechen. Mit wahrer Demokratie, das ist für mich die Referendumsdemokratie, hat das ohnehin nichts zu tun. Die direkte Demokratie wird nicht mal erwähnt. Und dass die Parlamentsdemokraten, wie sie im Internet genannt werden, hier korrupt sind und Recht beugen, über alle Fraktionen hinweg, das ist... Demokratie können wir abhaken, Rechtsstaat führt jetzt ein bisschen weit, aber glauben Sie mir und glauben, ich hoffe, die Hörer glauben es mir auch, hier wurde europäisches Recht gebrochen, umgangen, gebeugt, nationales Recht noch viel mehr. Was uns alles versprochen wurde seit 1992, seit dem Maastricht-Vertrag, ist komplett mittlerweile aufgelöst. Das Verfassungsgericht hat sogar jede Hoffnung fahren lassen, dass es hier irgendwann mal wieder Rechtssicherheit im klassischen nationalstaatlichen Sinne gibt. Es wird hier der Weg, der eigentlich illegal ist nach dem Verfassungsgericht selbst, in langjähriger Rechtsprechung, der Weg in die Auflösung des Staates, des Nationalstaates gegangen, hin in den Bundesstaat EU, in den EU-Staat, der illegal ist und der auch ganz sicher demokratisch nicht gewollt wäre, keine Chance, das demokratisch durchzukriegen. Seit gestern ist der Schutz auch von Karlsruhe nicht mehr da. Sieht also nicht so aus, als ob es besser werden könnte. Herr Böhringer, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview. Ja, gerne. Schönen Abend. Schönen Abend. So, das war wie gesagt der Peter Böhringer, der Betreiber von Goldzeiten.de. Er ist Diplomkaufmann und Wirtschaftsinformatiker. Eigentlich hätte ich ihn anmoderieren sollen, jetzt moderiere ich ihn eben ab. Und wir spielen jetzt nochmal kurz ein bisschen Musik, dann kommt unser nächster Gast, der Klaus Lofing-Blanke. Across the ocean and flew to
my voice. And there's no relief from your drug of choice. And you really feel like you screwed it up, but it's no big deal. You unlock my mind, and you're all that I need. What can I say? You unlock my heart, I wouldn't have it any other way. You touching me like velvet embers, the tears are sweet as I remember. Gast, das ist der Klaus Lofing Blanke vom Netzwerk Volksentscheid. Er sitzt zudem im Gulli-Parlament und ist auf zahlreichen Seiten mit dabei, wie zum Beispiel die echten Volksvertreter zusammengeschrieben.de, für Volksentscheide.de und Abgeordnetenwatch.de. Hallo Herr Lofing Blanke, oder darf ich Klaus sagen? Na klar, kannst du Klaus sagen. Kannst du mich hören? Ja, ich höre dich sogar sehr gut. Schön. Ja, was machst du denn so? Erzähl doch mal. Ja, also eigentlich bin ich Töpfer. Du bist ja politisch sehr aktiv. Eigentlich bin ich völlig unpolitisch. Muss ich ein bisschen früher anfangen. 2009 habe ich öffentlich bekannt gegeben, dass ich den nächsten Stimmzettel zerrissen in die Urne schmeiß. Mit der entsprechenden Begründung. Und das sagt ein Freund zu mir, nicht zerreißen, draufstehen. Ja, gesagt, getan, Unterschriften gesammelt und draufgestanden. Ja, ich wollte einfach probieren, dieses kaputte System mit zu reformieren. Da ich halt aus der Blogger-Szene komme und damals waren wir also im Infokrieg-Forum. Und die Idee entstand also im Infokrieg-Forum, in dem ersten. Und ja, da haben sich ein paar gefunden, die gesagt haben, okay, wir packen es an. Und wir haben es dann angepackt und haben darüber quasi dann festgestellt, ja, wie Informative in der Politik funktioniert. Mhm. Ja, ich wurde also eingetragen als Kandidat zur Bundestagswahl, und zwar als parteiloser Kandidat, weil von Parteien halte ich nicht sehr viel. Und ich wollte auch diese Parteiendiktatur nicht stützen und habe eben gesagt, ich versuche es als unabhängiger Kandidat und hatte mich der Wählerinitiative für Volksentscheide angeschlossen. Was ist denn so dein Eindruck zu dem Urteil von gestern in Karlsruhe?
Also ich hatte ja nur eine Akkreditierung als normaler Zuschauer. Muss man vielleicht kurz mal die Zustände dort beschreiben. Es waren also 4 Reihen, a 16 Sitze. Vorne nochmal 4 Reihen, vielleicht a 12 Sitze oder 14 Sitze. In den vorderen 4 Reihen waren die Prozessbevollmächtigten. Und in den nächsten 2 Reihen, hinteren 4, also von den hinteren 4 Reihen, die nächsten 2 Reihen, waren also die Prozessbeteiligten. Dann war eine Reihe wissenschaftliche Mitarbeiter des Bundesverfassungsgerichts. Und dann kam eine Reihe 16 Sitze. Das waren normale Zuschauer. Teilweise aber auch nicht normale Zuschauer. Ich saß also neben einem aus einer Universität in Freiburg. Und ja, und ich habe dann einfach mal die Zeit genutzt, im Saal auch mal vorne in die wissenschaftliche, bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern mal nachzufragen und habe einfach mal die Frage gestellt, wie viele Klagen stehen denn überhaupt zum ESM an? Und da guckte der mich mit ganz großen Augen an und sagte, wozu wollen Sie denn das wissen? Und da sage ich, weil mich das einfach interessiert. Und da sagte er, selbst wenn es wüsste, dürfte ich es Ihnen gar nicht sagen. Bumm. Aber das war, wir wissen, wie viele es waren, ja. Wir wissen, wie viele es waren. Es waren also offiziell 5 Stück und inoffiziell 6. Aber tatsächlich waren es aber 37.500, wie wir gerade erfahren haben. Sind denn die alle durch das Sieb gefallen oder was ist denn da passiert? Nein, die sind nicht durch das Sieb gefallen. Das sind also die 37.000 Mitkläger der Klage von Mehr Demokratie e.V., die respektive in einer Klägergemeinschaft geklagt haben. Verfassungsbeschwerde EU hieß diese Initiative, und die gaben also vor, gegen ESM und Fiskalpakt klagen zu wollen. Und das stellte sich dann heraus, als die Klage nach großem Trommelwirbel an der Pressekonferenz, wo also 40 Systemmedien anwesend waren, Systemmedien unter anderem große Presse auch, die jetzt nicht unbedingt zu den Systemmedien dazugehören, aber 40 an der Zahl, wie also der Roman Huber, Chef dieses Vereins, frohlockt hat in seinem Verteiler. Und die haben gleich am nächsten Tag berichtet über diese ganze Veranstaltung. Gut, konnte man denken. Eine Organisation, die also auch gegen ESM und Fiskalpakt klagen will, Top-Sache, kann man unterstützen. So, ich selbst habe es natürlich nicht unterstützt, weil ich diesen Verein schon länger kenne, auch selbst mal Mitglied war. Und ich habe einfach gewartet bis zu dem Zeitpunkt, wo dann das Urteil vorlag. Das war also nicht sofort vorliegend, sondern das wurde dann später erst nachgereicht, nachdem man also diese ganze Kampagne gestartet hatte, die durch alle Medien gepusht und gepaukt wurde. Und nachdem man also auch schon die Spendenaktion angeleiert hatte. Und irgendwann tauchte dann unvermittelt diese Klage auf und wir haben uns dann hingesetzt. Wir waren mehrere im Netzwerk, die daran beteiligt waren, und jeder hat also diese Klage reingezogen. Und ja, und siehe da, auf der Seite 102 tauchte auf einmal ein Passus auf, der so ganz anders klang als das, was eigentlich ursprünglich gefordert war, also gegen ESM und Fiskalpakt einen Volksentscheid machen zu wollen und klagen zu wollen. Also sinngemäß stand in diesem auf der Seite 102 dann drin, dass man begründet auf dem Artikel 146, den ja jeder kennt, die Verfassung ja auch ändern könnte oder ganz und gar neu gestalten könnte. Und damit, also sie begründeten das auch damit, dass man also über den 79.3 dann auch an die, also eine Änderung reinbekommen könnte, um den Fiskalvertrag, also eine Fiskalunion durchzusetzen. Und das deckte sich komischerweise mit einer Aussage von Professor Peter Michael Huber im September 2011,
die er also der SZ gegenübergegeben hat. Und ja, und dann war es einfach nur noch eine Verlinkung der Informationen und einfach eines Abgleichs. Und dann, ja, dann haben wir uns gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass ein Bundesverfassungsrichter quasi vorgibt, wie man den Fiskalvertrag mit einer Grundgesetzänderung ja, durchsetzen kann. Und Mehr Demokratie hat quasi diesen, also diese, unserer Auffassung nach diesen Aufhänger Professor Peter Michael Hubers genutzt, das auch in die Klage unterzubringen. Und viele der 37.500 Kläger, da sind wir auch ganz sicher, haben garantiert davon nichts gewusst, dass sie also das Grundgesetz aufbrechen sollen, um eine Fiskalunion durchzusetzen. So, dann ging im Hintergrund des öffentlichen Geschehens eigentlich eine beispiellose ja, Informationsbewegung los. Da waren auch wieder mehrere Netzwerkpartner involviert. Es war jemand involviert, der also aus der ÖTP stammt, ebenfalls aus der Klagegemeinschaft, die also diese Klage von Mehr Demokratie unterstützt haben. Und die haben also versucht, den Bundesvorstand von Mehr Demokratie massivst darauf vorzubereiten, was eigentlich ihre Klage ja, bewerkstelligt. Dass also damit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit abgeschafft wird, wenn man also das Grundgesetz aufbricht und ja, also dem Zugriff der Kabale offenbart. Ja, ausliefert. Kann man denn nun sagen, dass Mehr Demokratie e.V. so eine Art Wolf im Schafspelz ist, oder ist es eher so eine Art Rattenfänger, der Bürgerproteste und Widerstände kanalisieren und ins gewünschte Fahrwasser zurückführen soll? Also ich bin ja nur nicht erpicht drauf, irgendeinen Verein tot zu machen oder tot zu sprechen. Ich kann im Prinzip bloß von meinen eigenen Erfahrungen sprechen und von dem, was wir also recherchiert haben. Und eigene Erfahrungen besagen also, und die stammen also schon aus der Zeit 2009 und fortfolgend. Ich bin auf diesen Verein aufmerksam geworden, dadurch, dass er sich also relativ ja, problematisch verhalten hat vor den Bundestagswahlen. Es wurden Aktionen geschaltet, dass Parteien in das öffentliche Licht gerückt wurden. Dieser Verein agiert also angeblich überparteilich, aber es wurden Bundestagsmandatsträgerbefragungen gemacht oder Kandidatenbefragungen gemacht, die also nur die etablierten Parteien betrafen. Und da gab es natürlich in der Szene der unabhängigen Kandidaten einigen Unmut, dass sie also nicht befragt wurden und damit also auch nicht in die öffentliche Wahrnehmung gerückt worden sind. Und das war eigentlich der Anfang. Und da gab es dann erste Kritikpunkte, die wir dann auch öffentlich ausgesprochen haben, die dann auch zensiert worden sind und ja, also permanent zensiert worden sind, mit der Begründung, man könne nicht jedem das Recht einräumen, sich darzustellen, auf dem öffentlichen Auftritt von Mehr Demokratie, zum Beispiel Facebook oder MeinVZ, weil dann müsste man ja alle für alle Werbung machen. So, man hat es also begrenzt auf die normalen Kandidaten der etablierten Parteien und war absolut stur in der Beziehung und hat auch eine Flyer-Aktion gemacht, die quasi nur diese Bundestagskandidaten ja befördert hat in die öffentliche Wahrnehmung. So, und daraufhin kam es dann zu Kontakten von Mitgliedern dieses Vereins, die auf mich zugekommen sind, weil sie gemerkt haben, dass ich also sehr offen schreibe im Netz, und haben gefragt, ob ich nicht für den Bundesvorstand kandidieren will. Und da ich, wie gesagt, keine große Ambition habe, in irgendwelche Führungspositionen zu kommen oder so, habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Das wäre für mich ja außerhalb jeder Spekulation, mich versuchen, an so eine Spitze daran zu montieren, weil es gibt Leute in diesem Verein, die den Verein erstens besser kennen
und vielleicht auch viel besser prädestiniert sind dafür, so eine Führungsposition zu übernehmen. Aber ich habe dann zugesagt, dass ich diese Bewegung, also eine Demokratisierung auch dieses Vereins, gern mit unterstützen würde. Und dann habe ich eigentlich dadurch, dass ich dann auch Mitglied war, mitbekommen, wie demokratisch es in diesem Verein selbst vor sich geht. Und ja, wir sprechen ja eigentlich über den Gerichtsbeschluss, aber ich will trotzdem kurz ausschweifen, um dann wieder zum Bundesverfassungsgericht zurückzugeraten. Ja. Wir könnten, also ich möchte nicht gerne einen Vortrag halten über einen Verein, wo also meine Auffassung wirklich die ist, dass ich sowas nicht stützen muss, weil es eben meiner Meinung nach ja meinungsmanipulierend ist und zensierend durch die Gegend zischen und Informationen unterdrückend agieren und ja, das klingt so ein bisschen, als ob das alles von langer Hand vorbereitet worden sei, als ob Profis. Ich habe also diesbezüglich in diesem Verein sehr oft auch die Frage gestellt, wer finanziert diesen Verein mit Großspenden? Da muss man wissen, bis 2010 war es also möglich, Großspender zu erfahren. Und zwar in der Jahreshauptversammlung wurden dann die Großspender benannt. Das hat man 2010 auch gemacht, wo ich also auch bei dieser Wahlveranstaltung des Bundesvorstandes gewesen bin. Im Vorfeld kam es zu diesen Diskussionen, die habe ich also aufgeworfen, weil ich einfach wissen wollte und ja, und die Vorgehensweise einfach für mich so darauf hindeutete, dass da ganz andere Kräfte dahinter stecken müssen, die dort ihre Hände im Spiel hatten. Und ich bin eigentlich so davon ausgegangen, dass Bertelsmann wohl nichts auslassen wird, gerade auf dem Gebiet der Demokratisierung der Gesellschaft, dort vielleicht die Finger drin zu haben. Und das wollte ich verifizieren und habe es eigentlich bis heute nicht geschafft. Aus dem ganz einfachen Grund, weil dieser Verein absolut intransparent arbeitet, was die Großspenden betrifft. Ja. Was die normalen Einnahmen der Gelder betrifft, kann man sich also nicht beschweren. Das wird auch veröffentlicht. Das kann man auch einsehen. Auch die Verwendung der Gelder. Aber was die Großspenden betrifft, wird absolut gemauert. Nun möchte dieser Verein Mehr Demokratie e.V. ja, wie gesagt, dass wir über das Grundgesetz nochmal neu abstimmen, womöglich auch darüber, dass wir es ganz abschaffen. Was hältst du denn von dieser Idee? Das ist eine absolute Falle, aus dem ganz einfachen Grund, weil wenn wir dieses Grundgesetz verlieren, verlieren wir den obersten Schutz. Wenn wir ein neues Grundgesetz bekommen, werden wir den Artikel 79.3 nicht mehr wiederfinden und wir werden auch den 1 und 20 nicht mehr so wiederfinden, wie wir heutzutage haben. 79.3 ist ja der Artikel Ewigkeitsgarantie. Und um ESM und Fiskalpakt ja wasserdicht durchzubekommen, müssen sie an den 1 und an den 20 ran und an den 79.3, um das Grundgesetz überhaupt ja abschaffen zu können oder neu gestalten zu können. Welche Richtung nimmt Deutschland denn jetzt in Bezug auf Europa? Sind wir jetzt nur noch die Zahlmeister oder nach wie vor führendes EU-Land und Exportweltmeister? Also ich würde sagen, dass es wir sind schon sicherlich ein recht gut besatteltes Ländle und auch wirtschaftlich recht gut noch aufgestellt. Wenn man sich so ein Bild vorstellen würde, das vielleicht so ein großer Dampfer fährt, das ging mal letztens durch die Medien so ein Bild, ein riesengroßer Dampfer und 16 Dampfer vorne her und alle fahren auf den Wasserfall zu und der letzte Dampfer, das war Deutschland. Das Bild könnte ich mir gut vorstellen, dass es so kommen wird. Man könnte sich das vielleicht auch als Kartenhaus vorstellen, dass ja je mehr Karten man zieht, das Kartenhaus eines Tages zusammenfallen wird. Und ja, ich bin sicher, dass es zusammenfallen wird, dass also diese Maßnahme, Durchsetzung dieser Monsterbank, die man damit also geschaffen hat, nichts anderes ist als ein Scharfmachen des Systems oder ein Scharfmachen der Diktatur und ein Abbruch des derzeit existierenden
ja, politischen auch Geldsystems und Wirtschaftssystems. Ich sehe so ein bisschen das Prinzip Ordo ab Chao. Das heißt, erstmal alles kaputt machen, zu Klump hauen und dann daraus etwas Neues formen, zum Beispiel eine neue Weltordnung. Würde ich auch so sehen. Ja. Die Deutschen, die werden wohl in Europa immer unbeliebter, heißt es ja. Was schätzt du, woran liegt das? Die Deutschen werden in Europa immer unbeliebter. Wer sagt das? Wenn das im Mainstream sagt, muss man das nicht glauben. Mainstream zählt viel, um die Leute zu manipulieren und irgendeine Meinung zu suggerieren. Also ich habe mich lange verabschiedet, Mainstream jetzt in aller Konsequenz Glauben zu schenken. Ich bin aber auch nicht so, dass ich sage, Mainstream ist total kaputt, weil wir haben ja gerade jetzt erlebt, in der Phase der Aufklärung vor dem Urteil des ESM, also dieser ESM-Verträge, dass also auch Mainstream sich beteiligen kann oder Teile des Mainstreams. Ich muss mich da auch selbst revidieren. Ich habe auch oft geschimpft auf den Mainstream, aber es ist eben doch möglich, wenn man zusammenarbeitet, dass eben auch die Arbeit von Blogger hin zu freien Medien oder alternativen Medien bis hin in den Mainstream reichen kann. Und da kann ich eben auch positiv erwähnen, dass wir also im Netzwerk ja den Daniel 9 haben, den Jens Blacker. Böhringer ist nicht direkt im Netzwerk drin, aber quasi wieder verbandelt mit anderen Netzwerkern. Und da hat es also diese Anrecherche gegeben mit dieser Problematik mehr Demokratie. Und dort haben wir also auch zusammen recherchiert dann, also weiter recherchiert. Und dann ist es durchgedrungen bis in den Mainstream und sogar bis in die Systempressewelt. Da hat dann der Günter Lachmann den ersten Artikel rausgehauen, nachdem der Jens Blacker, glaube ich, 2 oder 3 geschrieben hatte. Und in der Folge dann, also vorige Woche, dann den nächsten rausgehauen. Und der war sehr dezidiert und sehr tiefgründig. Und der hat dann wohl dazu geführt, dass es dann durch ADN, DPA, Reuters, ja, bis Bloomberg und Wall Street Journal durchgedrungen ist. Und das war dann schon, ja, so die letzte Eisenbahn, dass man überhaupt noch auf diese Klage Hassel-Reusing öffentlich aufmerksam machen konnte. Wir hatten ja vorhin gerade drüber gesprochen. Es war ja so, dass die Klage Hassel-Reusing zwar nicht mit Namen benannt, vom Anfang an im Mainstream war, aber nur bis zum 2.7., ab 2.7. oder ab 3.7. Sprach man dann nur noch von 5 Klagen. Mhm. Auch diese Maßnahme, dass also die Befangenheit Hubers dann bis in die Welt durchgedrungen ist und auch bis in den normalen Mainstream, Fokus, Deutschlandfunk etc., beweist eigentlich auch, wie diese Medien aufgestellt sind, also wie die Informationsverbreitung funktioniert. Und da gibt es eben die Vorgabe, oder einer fängt an von den Großen, oder man sagt sich, gut, jetzt kann man sie durchlassen und jetzt passiert nichts mehr. Oder jetzt existiert keine große Gefahr mehr. Also ohne uns hier würde der Mainstream sowieso gar keine vernünftigen Themen mehr finden. Davon bin ich überzeugt. Man sieht das auch an den Kommentarleisten sehr schön. Wenn wieder irgendein totaler Unsinn über Libyen, Syrien, worüber auch immer, oder auch den ESM verbreitet wird, dann dauert das keine 10 Minuten und dann kriegen die Redakteure ihre eigenen Beiträge um die Ohren gehauen, dass es nur so fetzt. Die Kommentarleisten hatten sie dann eine Weile zu, das ist aber irgendwie peinlich, wenn man andauernd ohne Kommentation oder ohne Kommentarfunktion die Dinger veröffentlicht. Also müssen sie sich jetzt eben schweren Herzens wieder aufschließen für die Leser, und die sprechen inzwischen eben auch Klartext. So, Klaus, jetzt erstmal danke. Ja, inzwischen ist es ja so, dass also zu diesem ESM-Thema zum Beispiel in der Welt innerhalb von 2 Stunden ja über 1000 Kommentare geschalten wurden. Ne? Und ich habe auch festgestellt, wenn man also ohne Linksetzung arbeitet, stellen sie es direkt durch. Sobald du aber eine Linksetzung machst, geht es über die Moderation. Gut, damit wollen die vielleicht Spam aussortieren.
Naja gut, so, jetzt erstmal danke für deine Teilnahme und auch dafür, dass du hier zu uns in die alternative Nachrichtenszene gewechselt hast. Wir finden uns gleich nochmal im Gespräch zusammen mit Volker Reusing und bis dahin machen wir jetzt nochmal ein ganz klein bisschen Musik. Jetzt geht's weiter in einem offenen Gespräch. Ich mach mal mit Volker weiter. Volker, sag mal, wenn alle Mittel versagt haben, gewaltfreier Widerstand, Klagen, informierende Öffentlichkeit und alles, hat man da noch weitere Möglichkeiten? Es gibt da irgend so einen mysteriösen Paragraphen, der einem das Widerstandsrecht direkt erlaubt. Ja, darf ich kurz noch eine Sache ergänzen eben? Was das Verfassungsgericht noch gesagt hat. Es hat nicht nur versucht, die Ewigkeitsgarantie, wo es sie schützt, auf Demokratie zu fokussieren, sondern ganz unten auf der Seite 49, beziehungsweise das müsste Randnummer 222 um den Dreh sein, da steht eben nicht nur, dass für das Verfassungsgericht jetzt hier allein maßgeblich der Artikel 20 Absatz 1 und 2 mit der Demokratie sei, bezüglich der Ewigkeitsgarantie, wo es noch den Schutz auch wahrnimmt, sondern es sagt auch, Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz gewährleistet nicht den unveränderten Bestand des geltenden Rechts, sondern Strukturen und Verfahren, die den demokratischen Prozess offen halten und dabei auch die haushaltspolitische Gesamtverantwortung des Parlaments sichern. Das heißt, alles machen es an der Stelle nochmal deutlich, alles, was wir so am materiellen Recht haben, innerhalb der Ewigkeitsgarantie vor allem die Menschenwürde ja insgesamt unantastbares und die Grundrechte besonders auch unantastbar, deren Wesensgehalte und auch die anderen Strukturprinzipien, da sieht das Verfassungsgericht, meint es nicht in der Pflicht zu sein, die schützen zu müssen. Zum Ausmaß des Schadens. Ja, Widerstandsrecht. Es gibt zwei Widerstandsrechte. Es gibt einmal das grundrechtsgleiche Widerstandsrecht ist im Grundgesetz als ein grundrechtsgleiches Recht und es gibt das naturrechtliche Widerstandsrecht. Das ist zum Schutz der universellen Menschenrechte von den Vereinten Nationen gedacht. Der Unterschied ist von den beiden, das naturrechtliche Widerstandsrecht, ich fange erstmal mit dem grundgesetzlichen an, das kann man wenden gegen den Staat, aber und auch gegen Private. Und zwar gibt es da aber auch bestimmte Voraussetzungen, wann man das erst darf. Wenn man alle Rechtsmittel ausgeschöpft hat, die einem zur Verfügung stehen, und es ist also praktisch als letztes Mittel ist es dann erlaubt, wenn man alle Rechtsmittel ausgeschöpft hat
Und es ist aber noch ein vorbeugendes Recht. Man muss nicht warten, bis der Schaden da ist. Ja, wir haben uns auf das Widerstandsrecht gegenüber dem Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts berufen, nachdem wir geklagt hatten gegen alle drei Fassungen bisher von dem Stab Mecke, damit sie es auch wirklich überprüfen müssen, und ESM und Fiskalpakt und kleine Vertragsänderungen und Begleitgesetze zum ESM, um es wirklich lückenlos zu haben. Allein in den neuesten Klagen 34,5 Seiten Rechtsfortbildung, welche Rechtsfragen neu sind, 28 Eilanträge auf einstweilige Anordnung. Als wir dann gesehen haben, jetzt muss es sein, wir müssen bei Huber auch einen Befangenheitsantrag stellen. Und als das alles eben nichts bewirkt hatte, als wir im Recht auch geschrieben hatten, haben wir dann, oder auch die mündliche Verhandlung auseinandergenommen hatten, wo die anderen ja alle dabei waren, die bis zu dem Zeitpunkt geklagt hatten, dann haben wir dem Gericht, haben wir auch deutlich gemacht, wir sehen die Widerstandslage als gegeben. Alles, was uns an vorbeugenden Dingen zur Verfügung steht, ist ausgeschöpft worden. Aber wichtig ist auch, das hat sie auch in diesem Urteil jetzt gezeigt, wir waren nicht verpflichtet, jetzt zu warten, bis so ein Urteil passiert, weil wir alles ausgeschöpft hatten und weil ja alles danach aussah, als wollte man ein Urteil fällen unter gezielter Ausblendung gültiger Klagen, um zu einem Ergebnis zu kommen, zu dem man, wenn man alle gültigen Klagen behandelt, nicht kommen kann. So wirkte das. So, nach den Fakten, die uns vorlagen, mussten wir davon ausgehen, zum Zeitpunkt. Und die Widerstandslage ist ja auch immer noch gegeben. Es scheint ja die Ratifikation kurz bevorzustehen und dann werden vollendete Tatsachen ja geschaffen. Und Widerstand muss aber immer verhältnismäßig sein. Das wäre alles ordnungsgemäß gelaufen, dann wären unsere Kritikpunkte, was wir anfechten, alles in der Öffentlichkeit, in der Massenöffentlichkeit sichtbar. Also haben wir gesagt, wir tun jetzt Schriftsätze inklusive des Befangenheitsantrags ins Internet, aber zurückhaltend genug, so dass man das Gericht nicht übermäßig unter Druck setzt, denn das ist verboten. Es muss alles verhältnismäßig sein. Und ja, Transparenz. Gut. Widerstandslage stellen sich manche vor, wenn jetzt einer geputscht hätte, es gab ja in der Weimarer Republik, gab es den Kapp-Putsch. Und dagegen hat ein Generalstreik geholfen, dass jemand sich, ein friedlicher Generalstreik, dass die Putschisten aufgegeben haben. Die jetzige Situation ist damit noch nicht vergleichbar. Aber wenn Sie anfangen, wie es in vielen Ländern war, diese strengen Auflagen gegen die Bevölkerung durchzusetzen, dann kann eine Situation kommen, wo, obwohl heutzutage Generalstreik normalerweise verboten ist, ein friedlicher Generalstreik das richtige Mittel sein kann, um das Unrecht zu beenden. Man hat nicht die Erfahrung, was ist an Widerstand erlaubt. Zum Glück hat man solche Situationen kaum gehabt. Normalerweise hat man Rechtsschutz vom Verfassungsgericht. Das ist. Und es geht aber darum, was ist das Schutzgut? Das Schutzgut, die Widerstandslage ist dafür da, das, was die Verfassungsidentität ist, nämlich Grundrechte, die Menschenwürde, die Strukturprinzipien der Demokratie, Rechtsstaat, Sozialstaat, Föderalismus und den Wesensgehalt der anderen Grundrechte und grundrechtsgleichen Rechte an sich zu sichern. Es geht nicht darum, Widerstand zu leisten, um gegen Grundrechtsverletzungen anzugehen, sondern wenn diese Grundrechte an sich gefährdet sind. Und das ist das Problem. Das Gericht jetzt schon urteilt, beziehungsweise nur zum Thema einstweilige Anordnung. Es will hier gegenüber diesen ganzen Mechanismen der EU oder mit Euro will es nur noch Demokratie und grundrechtsgleiches Wahlrecht schützen und das noch fokussiert nur auf bestimmte Dinge, nur für die demokratisch legitimierten Parlamentarier und nicht mal ausloten, wie es bei unseren Klagen ja auch geltend gemacht wird, wie viel ist denn maximal mit dem Grundgesetz an Volksabstimmung möglich und wie viel ist hier geboten, weil die Parlamentarier überfordert sind. Das war ja eine zentrale Argumentation, weil EU ihre Kompetenzen überschreitet, nichts in der Richtung. Ja, als letztes vorbeugendes Mittel, aber es muss verhältnismäßig sein. So wie wenn der Staat, wenn die staatlichen Organe, wie jetzt hier das Verfassungsgericht, nicht versagen würden, so verhältnismäßig muss der Bürger sein, der Widerstand leistet. Also das hat nichts mit Krawall oder Ähnlichem zu tun, ist ganz, ganz wichtig. Es muss immer verhältnismäßig sein. Das zweite Widerstandsrecht ist, wenn die Ordnung der universellen Menschenrechte, also Menschenrechte der UNO bedroht ist. Das ist nur als Widerstandsrecht gegen den Staat begeben. Das findet man in der Präambel von der allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte. Und auch da ist es sozusagen als letztes Recht zum Schutz vor der Tyrannei, steht das da drin. Und deswegen, damit man keinen Widerstand leisten muss, deswegen steht es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte auch drin. Deswegen hat man sich damals auf diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte geeinigt. Das ist auch aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs entstanden und aus der Nazi-Diktatur. Und man wollte damals auch klarstellen, wo ist denn die überwältigende Mehrheit der Staaten der Auffassung, welche Menschenrechte stehen jedem Menschen zu. Und um diese Ordnung an sich zu schützen, und die philosophische Auffassung dahinter ist, dass sie einem vom Menschen von Natur aus zustehen. Und dass sie schon immer da sind, dass man in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, man sich aber darauf geeinigt hat, welche sind das. Und die einzelnen Menschenrechtsverträge der UNO haben das dann weiter ausgebaut. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist sozusagen die Grundlage, wo es dann durch die Menschenrechtsvertreter UNO weiter ausgebaut worden ist, aber die schon die Richtung mit vorgegeben hat. Ja, und dieses System an sich ist gefährdet jetzt dadurch, dass man das Grundgesetz in einem Maße umgehbar macht, dass sich die Frage stellt, stürzt es vom Rang her ab? Das ist wichtig wegen der universellen Menschenrechte, wegen Artikel 1 Absatz 2, was die Verbindung ist, wo das deutsche Volk sich zu den universellen Menschenrechten bekennt, was eine Verpflichtung auf die universellen Menschenrechte bedeutet. Das haben wir recherchiert im Bundesarchiv. Und das andere ist die Verpflichtung auf diese IWF-artige unmenschliche Strenge mit dieser kleinen Vertragsänderung. Denn diese grundlegenden Verträge der EU, AEU-Vertrag, EU-Vertrag, die sind vom Rang, stehen die über den universellen Menschenrechten. Und die universellen Menschenrechte schützen, also nicht vor dem, was im EU-Primärrecht steht, schon vor dem, was im ESM, Fiskalpakt etc. steht, aber wenn diese Verpflichtung auf eine Strenge wie beim IWF so einen hohen Rang hat, schützen die universellen Menschenrechte nicht davor. Und das Problem ist, also nur so weit, wie es mit dieser Strenge vereinbar ist, wird also total marginalisiert, das Problem ist, wenn das jetzt die kleine Vertragsänderung in Kraft tritt, dann wird das Potenzial der universellen Menschenrechte, uns vor diesen strengen Auflagen zu schützen, die damit ESM und Wirtschaftsregierung etc. machen will, ziemlich minimiert. Dann haben wir nur noch unsere Grundrechte und Grundgesetz, und da gibt es wenig Soziales, wenn nicht das Grundgesetz an sich noch abstürzt. Also und deswegen ist auch da das Widerstandsrecht gegeben. Ja, sag mal, Volker, was denkst du? Was ist eigentlich mit unseren Verfassungsrichtern passiert? Bisher waren die ja immer sehr beliebt bei den Deutschen, eben weil sie bei den Politikern immer sehr unbeliebt waren. Die haben eine Menge schlechter Gesetze einfach gekippt. Und jetzt haben sie erst kürzlich ein neues Gesetz verabschiedet oder einen neuen Spruch, Richterspruch, dass der Einsatz einer mit schweren Waffen bewaffneten Bundeswehr im Inneren zulässig sei. Und jetzt legen sie uns auch noch dieses Ei mit dem ESM ins Nest. Wieso haben die sich so schlagartig verändert? Die müssen unglaublich unter Druck stehen. Werden die bedroht? Werden deren Familien bedroht? Was ist denn da los? Was vermutest du da? Ich kann jetzt nur mich auf das beziehen, was ich öffentlich sichtbar mitbekomme. Ich gebe zu, dieses Urteil in seiner Tragweite habe ich noch nicht komplett erfasst, wie viel Militäreinsatz im Inneren, unter welchen Konditionen es genau erlaubt. Da bin ich nicht auf dem neuesten Stand. Ich sehe aber da eine Riesengefahr, wenn Sie das Grundgesetz insoweit lockerer auslegen als bisher. Und wenn Sie jetzt hier auch noch sagen, Sie wollen nur den grundrechtsgleiche Wahlrecht und die Demokratie als Schutz vor EU und Euro nehmen, wenn diese Auflagen auch noch mit IWF-artiger Strenge durchgesetzt werden sollen und Sie dann auch noch sagen, Militär im Inneren soll erleichtert werden, ja, was schützt uns dann doch ein Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit etc.? Wollen die Richter das dann überhaupt noch anwenden? Aber ich kann mir vorstellen, dieses Urteil, was da ergangen ist, das war nicht im Fokus von der gewaltsamen Durchsetzung dieser Auflagen von Wirtschaftsregierung und ESM, sondern damals ging es um unterschiedliche Auffassungen der Richter zu dem Thema Luftsicherheitsgesetz. So ist das entstanden, ob man entführte Flugzeuge abschießen darf, um noch schlimmeren Schaden zu vermeiden. Und jetzt ausgerechnet in dieser Zeit ergeht so ein Urteil und setzt so ein Signal, es ist verheerend. Und wenn das dann mit der kleinen Vertragsänderung zusammenkommt,
und dann auch eine strenge Durchsetzung dieser Auflagen. In vielen Ländern gab es Ausnahmezustände, um Auflagen von IWF durchzusetzen. Das Zusammenwirken ist verheerend. Ich kann aber nicht sagen, dass dieses Urteil in dem gefällt worden wäre mit Militär im Innern, um diese Dinge durchzusetzen. Das ist eine andere Entstehungsgeschichte. Was mit den Richtern los ist, also ich habe die Richter durchaus auch fair erlebt und dass sie sich in die Sache ernsthaft angeguckt haben. Zum Beispiel, das war vor allem vor dem Sturz von Bundespräsident Wulff, und ich nehme an, dass der Sturz von Bundespräsident Wulff eine Art Schock gewesen ist. Es gab auch kritische Äußerungen von Verfassungsrichtern zum Thema ESM. Aber, einen kleinen Moment, sag mal, was wolltest du sagen? Gut, dann mache ich jetzt mal weiter mit Aber es hat sich, also Anfang März gab es noch kritische Äußerungen. Aber dann kam die Kampagne von mehr Demokratie und es muss irgendwann dieses Jahr, müssen Dinge, denke ich, passiert sein, die in die Richtung gebracht haben, Ja, ein Richtungswechsel einfach. Jetzt würde ich gerne noch den Klaus... Aber was es genau war, ich kann es nicht sagen. Es gab auch Zeichen, die auf Fairness deuteten. Öffentlich sichtbare Zeichen, die auf Fairness hindeuteten. Alles klar. Aber das ist schon Monate her. Gut. Jetzt nochmal zum Klaus vom Gulli-Parlament. Wo siehst du denn noch Möglichkeiten, Widerstand zu leisten, zum Beispiel durch Öffentlichkeitsarbeit, durch neue Gründungen, was auch immer? Hast du da noch Ideen? Offenbar nicht. Gut, mache ich mit Volker Reusing nochmal weiter. Doch. Ja? Ich hatte wohl das Mikrofon aus. Ach so, okay. Das ist auch richtig. Danke, dass du daran gedacht hast. Ich sehe auf der Parteiebene eigentlich keine Chance mehr, weil man muss sich einfach mal die Rechnung aufmachen, wie viele Leute sind in den etablierten Parteien organisiert in unserem Land. Ich habe das mal 2009 ausgerechnet, mir mal einen Taschenrechner hergenommen und die Statistiken durchgeforstet und da waren es 2009 1,24 Millionen, die in diesem Land in den Bundestagsparteien organisiert sind. So, und wenn wir jetzt versuchen wollen zu wählen, irgendwas zu wählen, werden wir immer wieder auf diese blöden Parteien kommen. Nun haben Parteien ja ein Daseinsrecht, das ist ja okay, aber Artikel 21 beschreibt ja die Aufgabe der Parteien. Die Aufgabe der Parteien ist, an der Willensbildung der Bürger mitzuwirken und sich nicht derart darzustellen, dass also Medien nur über Parteien berichten oder Medien parteikontrolliert sind oder Bundesverfassungsrichter durch Parteien eingesetzt werden oder gewählt werden oder Parteien ja das ganze öffentliche Leben bestimmen. Und da müssen wir ansetzen und da müssen wir einfach lernen, nicht immer wieder dieselben Fehler zu machen und die Einheitspartei zu wählen, sondern wir müssten wirklich mal langsam auf den Platz gekommen sein, dass wir sagen, Selbstbestimmung kannst du nur durch auch selbstbestimmte Leute oder durch Individualisten erreichen, die sich zusammenschließen. Also zu Netzwerken zusammenschließen, in Netzwerkarbeit zusammenarbeiten. Man muss noch nicht mal ein Netzwerk gründen, um zusammenarbeiten zu können. Gerade auf der Medienstrecke ist es so, Wir dümpeln doch vor uns hin und jeder macht seinen eigenen Kram. Wenn man nicht für das anderen Arbeit einen Fokus hätte oder so. Ich habe das gerade im Vorfeld der Klageaktion doch erlebt, hatte mich also mit der Beatrix von Storch versucht auseinanderzusetzen, ob man nicht zum Beispiel auch diese Aktionen koppeln kann. Nun rannten ja alle auf dieselben Demonstrationen, das war ja alles kein Problem. Aber hätte man denn nicht zum Beispiel auch andere Aktionen mit ins Blickfeld rücken können. Also zum Beispiel habe ich der Beatrix angeboten, dann steck doch in deinen Verteiler einfach mal einen Link rein, der auf die Klagesolidarisierung Hasse-Reusings führt. Ich habe das in einem dreiseitigen Brief auseinandergesetzt und ja, uns die versteht's nicht. Oder andere Medien, die eigentlich ja auch festgestellt haben, da ist eine Klage unterdrückt worden, dann muss man es doch einfach mal fixieren und reingucken und ja, was ist das überhaupt für eine Klage, die dort unterdrückt wird und dann unterstützen und eben nicht
den Arsch auf dem Sessel behalten und nichts tun. Und das ist halt ein bisschen das Problem gewesen, und das hat sich aber in den letzten, gerade in den letzten Wochen sehr, sehr gut gestaltet, dass dort also wirklich Leute auch mitgezogen haben und eben auch mal zeigen konnten, dass es auch zusammengeht und dass es auch mal über die Grenzen funktioniert, persönliche ja, Ungeschicklichkeiten oder persönliche Probleme, die man miteinander vielleicht hat. Und die muss man einfach überwinden. Und man muss versuchen, netzwerkmäßig zu denken und den anderen wahrzunehmen. Und wenn man das in der Bevölkerung macht oder wenn man das bei den Medien macht oder wenn man das auch in den politisch denkenden Organisationen tun würde und wenn man sich bewusst wäre, wie funktioniert Machtstruktur und wie funktioniert es, dass man sich eine Information reinholt und diese Information nicht gleich abwertet oder als gut befindet, sondern dass man einfach sagt, ich nehme diese Informationen auf und ich lasse liegen, wenn sie für mich nicht verifizierbar ist im Moment. Aber die Verknüpfungspunkte ergeben sich irgendwann. Und die Informative wird in Zukunft und auch was diesen Verein betrifft, ein ganz, ganz großes Problem sein. Wenn wir also hier schlafen und diese Informative ja einschlafen lassen, diese gute Arbeit, die wir eigentlich jetzt angefangen haben, gemeinsam zu arbeiten, dann wird irgendwann die Europäische Bürgerinitiative ins Spiel kommen, die also dieser Verein auch in den EU-Reformvertrag eingebracht hat und wo dieser Verein wieder eine Rolle gespielt hat, dass eine eigene Vereinsklage nicht durchgekommen ist. Das heißt, dass man die Vereinsklage einfach abgewürgt hat, die Mitglieder eigentlich machen wollten. Also hätte man diesen EU-Reformvertrag schon einen Stein in den Weg geschmissen, hätte man sich über diesen scheiß ESM heute nicht mehr bekümmern müssen. So, und wenn also so eine Organisation schon mal so einen riesen Verteiler aufgebaut hat, dann wäre es doch möglich, dass man sagt, okay, die Klage kenne ich nun schon mal, die Klage ist beinhaltet auch das Demokratieprinzip, was wir ja eigentlich beklagen wollen. Also unterstützen wir die Klage. Dann stelle ich mich doch nicht hin und sage, ich bastel mir jetzt eine eigene Klage zusammen und mache hier ein Fundraising-Projekt draus, ziehe ohne Ende Spenden rein, verarsche die Leute. Dann wirke ich als Bremse. So, und genau das hat auch zum Beispiel Professor Dr. Zuck am 7.9.2012 in einem Artikel der Legal Tribune online auch so festgestellt, was diese Massenklage betrifft, dass Masse eben nicht Klasse ist und dass man eine Waschkörperweise also Vollmachten anschleppen muss ins Bundesverfassungsgericht, um da irgendwie eine Wichtigkeit zu suggerieren. Und dass diese Klage, das ist also seine Auffassung, eine Verhinderungsklage gewesen ist, damit also diese Klage Hassel-Reusing gar nicht in die Öffentlichkeit kommt. Mhm. Das sind also Blitzableiter. Und da müssen wir einfach in der Zukunft auch die Fähigkeit entwickeln, auch solche Organisationen zu hinterfragen. Und man hat mich im Hintergrund gefragt, wegen Attac oder Amnesty International, da kann ich nicht allzu viel sagen, aber ich würde mal sagen, meine Meinung dazu, das sind E-Mail-Sammelstationen, E-Mail-Sammelmaschinen, da werden Leute auf niederste Instinkte gepolt und, ja. Und auf niedere Instinkte polen bewirkt immer, dass man das Gehirn ausschaltet und wir müssen aber das Gehirn anschalten und nicht ausschalten. Jetzt möchte ich dir gerne in einem Punkt widersprechen, denn ich finde Masse in der Tat klasse. Allerdings nicht, wenn es um irgendwelche Schriftsätze geht, sondern um die kritische Masse, dass genügend Leute auf die Straße kommen. Das heißt, wenn wir mal 3.000 bis 5.000 Demonstranten, friedliche Demonstranten auf der Straße haben, sagen wir mal 2 Millionen in Berlin, 1 Million in Frankfurt und nochmal 1 Million in München und in Hamburg, dann sieht das ganz anders aus. Das Problem ist nur, die Leute haben keine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Ich hätte zum Beispiel gerne an der Demonstration in Karlsruhe teilgenommen. Ich hatte nur einfach keine Möglichkeit. Deshalb jetzt mal mein Vorschlag. Man könnte doch auch anhand eures Netzwerkes eine Demo-Mitfahrzentrale einrichten. Wärst du denn bereit, Leute zu solchen Demonstrationen mitzunehmen? Natürlich.
Und Volker? Leute zu Demonstrationen mitzunehmen, wenn ich, kommt drauf an wen. Ja. Also nicht wild fremde Leute, ich müsste mir erst einen Eindruck verschaffen. Also bei mir ist Eindruck verschaffen. Ich habe noch einen Ansatz, den mir sehr am Herzen liegt. Es gibt ja auch Verbände. Und wenn man sich in Abschnitt 4.5 unserer Verfassungsbeschwerden mal anschaut, was sind denn so typische Auflagen der Troika und des IWF? Und da werden, wenn das auch uns Deutsche betrifft, weil wir uns finanziell verausgaben und weil die Wirtschaftsregierung uns solche Auflagen auch macht, wenn wir nicht finanziell in die Klemme kommen, dann, wenn solche Auflagen auch uns bevorstehen, welche Berufsgruppen sind betroffen? Massive Einsparungen im Gesundheitswesen. Das heißt, es geht an die Existenzgrundlage der Ärzte, der Krankenschwestern, der Hebammen, auf deren Verbände zu gehen und über unsere Klagen informieren. Es wird gekürzt bei den Rentnern, das ist ganz typisch für IWF, und es wird gekürzt Langzeitarbeitslosen. Bei Langzeitarbeitslosen haben die sich bisher noch nicht so erfolgreich vor Gericht gewehrt wie in manchen Ländern die Rentner. Bei Langzeitarbeitslosen kann sogar passieren, dass es bis auf null gekürzt wird. Deren Verbände, gerne auf Leute aufrufen, geht auf deren Verbände zu, dass sie von unseren Klagen wissen. Selbst wenn die das in der Hauptsache entscheiden sollten und das nicht berücksichtigen sollten, allein von den Fakten, die wir dort aus verschiedensten Quellen zusammengetragen haben, ist es unglaublich hilfreich, auch für die Verbände, um zu argumentieren, solche Auflagen drohen uns, das darf nicht sein. Die verfassungsmäßige Ordnung muss wiederhergestellt werden. Oder in wie vielen Ländern hat man es gewaltsam durchgesetzt, diese Auflagen? Das ist doch hochinteressant für Polizisten und für Soldaten, dass sie in ihre Verbände zugehen, ihre Gewerkschaften und sagen, nein, für sowas dürfen wir nicht eingesetzt werden. Dass sie präventiv dieses in die Debatte werfen. Wir haben eine Menge Beispiele gebracht, dass das droht. Wenn sie das auch IWF-artige Stränge bezüglich der Durchsetzung auslegen. Und das liegt in der Luft. Ja, sie Mensch, Volker. Also erstmal vielen Dank für euch alle, an euch alle, dass ihr da wart zur Sendung. Wir haben es 21.01 Uhr. Wir kommen jetzt mal langsam zum Schluss dieser Sendung. Wie gesagt, ich freue mich, dass ihr da wart. Wir werden uns sicher noch mal in einer anderen Sendung sprechen. Ich wünsche euch allen einen schönen guten Abend und bitte den Jan jetzt noch mal ein bisschen Musik einzuspielen. Noch eine Frage. Wo können unsere Hörer die nächste rechtzeitig erfahren, wann die nächste Sendung kommt? Das erfahren Sie über unser Blog jungle-drum.de. Da werden wir auf jeden Fall darauf hinweisen. Aber wir verteilen das auch so noch über verschiedene Blöcke und außerdem oder Blogs. Und außerdem können ja auch dann die Gäste, die wir einladen, auf ihrem eigenen Blog auch noch eine kleine Meldung dazu bringen. Und dann werden wir, hoffe ich, auch genügend Hörer haben. Alles klar? Okay, dann verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank und macht's gut. Jetzt machen wir noch ein bisschen Musik und dann schalten wir wieder auf das Panel zurück. Tschüss.